Eine gute Sekunde, hier zurück zu einem weiteren Horrorgame. Ein Teil. Blank Frame soll ein bisschen Silent Hill 4 The Room inspiriert sein. 1-2 Stunden Horrorgame, 30 Reviews nur, das heißt, das ist genau unser Ding. Das ist genau in unserem wunderschönen Spieleraum an Spielen, die wir fucking keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, was wir gut finden werden, hoffe ich nicht. Vielleicht noch nicht, vielleicht ist es nicht gut. Hat auf jeden Fall 91% positive Bewertung, kostet $5 und wurde mir einige Male von euch empfohlen. Das war wieder so, oh, da ist ein Geist im Hintergrund. Das war mal wieder so ein Game, wo ich dachte, ach du Scheiße, das sieht aus wie so ein richtiger Underground-Indie-Geheimtipp, der Hype bekommen hat und dann richtig groß geworden ist und dann hat es halt wie immer nur irgendwie so 30 Reviews. Das ist irgendwie schade. Wenn man so ein bisschen dem Horrorspektrum der Szene arbeitet, denkt man immer, dass die Games jetzt von vielen empfohlen werden und von mehreren Channels abgearbeitet werden, einen richtigen Hype bekommen, sich gut verkaufen und bla bla bla. Und dann im Endeffekt sind es irgendwie trotzdem Geheimtipps, die so 50 Leute gekauft haben oder so. Ist ja ein bisschen schade, aber vielleicht ist es ja gar nicht so gut. Wir werden es sehen. Wir werden es anschauen, wir werden es bewerten, wir werden Spaß haben oder auch nicht. Mit einem gruseligen, atmosphärischen 1-2 Stunden Horrorgame. Soweit ich weiß, spielen wir nur in einem Apartment das ganze Spiel lang. Also vielleicht so ein bisschen Mother-mäßig, nicht Mothered. Ich will nicht in jedem Video den Geheimtipp der Geheimtipps erwähnen, deswegen vielleicht ein bisschen wie Mother, das andere Mutterspiel, was auch sehr, sehr gut ist und auch eigentlich ein Geheimtipp ist. Also nehme ich alles zurück und wir starten das Spiel. Oh shit. Was erwarte ich? So eine 8. Ist vielleicht ein bisschen hoch angelegt, aber ich erwarte schon ziemlich viel. Das sah vom Style aus immer wieder wie so ein Game, wo ich mir... Muss ich das machen? Nächsten Ladebildschirm, oder? Will nicht anfangen zu reden, weil wahrscheinlich genau dann... Ja. Oh ja, oh ja, okay. Was für war das für ein Geräusch? Mir echt Angst gemacht. Ich glaube, es kam aus dem Flur. Sollte mal nachsehen. Knights Glare? Ist das ein Spiel von dem Entwickler oder so? Ich habe keine Ahnung. Was machen? Computer. Mein Computer, ja. Ist kaputt. Versuche schon länger auf einen neuen zu sparen. Okay. Ich muss sagen, es fühlt sich echt komisch an, wenn ich nicht dran rumspielen kann. Sorgt fast dafür, dass ich rausgehen will und irgendwas unternehmen will. Aber nur fast. Ja, aber nur fast. Sehr gut. Okay, ein seltsames Geräusch. Was steht da? Sein. Blue Mound Apartments. Okay, dieses gigantische Zeichen. Es sieht fast so aus, als ob ich meinen Kopf dort stoßen könnte. Okay, ich glaube, mein Gebäude war noch nicht da, als sie das große Schild hier angebracht haben. Okay, hoffe ich zumindest, denn das ist echt ein dämlicher Ort für so ein gigantisches Zeichen. So ein gigantisches Schild. Okay, beleuchtet quasi meinen kompletten Raum jede Nacht. Ja, als ich hingezogen bin, fand ich, dass es eine angenehme Atmosphäre erschaffen hat und fand es anfangs echt cool. Jetzt hasse ich es einfach nur noch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, es ist halt so ein cooler blauer Flair im ganzen Raum, aber wahrscheinlich, wenn du halt jede Nacht über ein Jahr oder sowas hier wohnst und irgendwann ist es unangenehm. Okay, bevor wir da rausgehen, das ist eins der Games. Ich erzähle immer wieder, es gibt ab und zu Spiele, da sehe ich einfach nur einen Trailer oder ein Bild oder sowas und ein bisschen Musik und ich denke mir, yep, das ist eins von denen. Das ist eins von denen. Das hatte ich bei Mother, das hatte ich bei Mother, das hatte ich bei Helltown, lustigerweise auch, das war leider ein bisschen enttäuschend. Aber oft, es gibt manchmal so ein Spiel, es tickt so ein paar bestimmte Boxen in deinem Brain und du hast direkt das Gefühl, ja okay, it's magic. Und das hier gibt so einen ähnlichen Flair. Wahrscheinlich ist es nicht so, mal gucken. Sollen wir hier? Okay, ich habe dafür keinen. Ich kann das Ding gerade nicht gebrauchen. Eine Antenne ist das. Okay, merken wir uns mal. Gut. Ja.
Let's see. What the fuck? Ein Schrank? Ja, cool. Ein Like Frame. Okay. Wollen wir mal gucken, was das ist, oder? The Block. Was zur Hölle? Nein. Lässt sich nicht öffnen. Warum ist es so verdammt schwer? Türen kann ich auch nicht öffnen. Okay, ne, ich. Ich sollte mir wohl irgendwas überlegen. Was willst du denn? Ich meine. Da hat jemand einen gigantischen fucking Schrank. Apartment above. Ach, der ist von oben durchgebrochen. Zumindest denken wir das. Oh Gott, da kommt doch irgendwas raus später, oder? Apartment above. Niemand scheint zu Hause zu sein. Okay, ich frage mich, ob wer auch immer dort oben lebt, bald nach Hause kommt. Und mir bei dieser Situation helfen könnte. Was für ein Chaos, diese gesamte Situation. Wie konnte das passieren? Das ist echt Pech. Ja, ich meine, theoretisch wäre es schwer rauszukommen, ne? Wenn sie da oben gestorben sind oder so. Good luck. Okay, mein Telefon geht nicht mehr. Okay. Okay, das Telefon hier im gesamten Apartmentkomplex funktioniert nicht. Zurzeit zumindest. Ja, okay, aufgrund des Sturms letzter Nacht. Fühlt sich alles wie ein Albtraum an. Ja, Werbeposter, bla bla bla, nichts Besonderes. Falls jemand vorbeikommt und so einen Werbebrief bei mir einwirft, kann ich ihn vielleicht nach Hilfe fragen. Okay. Klingt nicht nach einer hohen Chance, aber immerhin etwas. Und einfach stundenlang vor der Tür warten, bis jemand kommt. Naja, besser als nichts, ne? Okay, Badezimmertür können wir nicht öffnen, weil das Ding im Weg steht. Ja. Okay, der Schrank ist gerade so im Weg. Ich muss das Ding irgendwie bewegen. Okay, im Badezimmer könnte irgendwas sein, was mir dieser Situation helfen könnte. Das ist dein Badezimmer, das musst du doch wissen. Okay. Auch wenn nicht, naja, ich brauche so oder so irgendwann einen Weg, um ins Badezimmer zu kommen. Ja, ich meine, pinkeln könntest du theoretisch auch woanders hin. Ich weiß nicht, wo du hin. Ne, könntest aus dem Fenster kacken, theoretisch. Nicht unbedingt die angenehmste Idee, aber. Was ist das für ein Geräusch? Kommt anscheinend von draußen. Ist irgendein Papier oder sowas, das gegen unsere Fenster. Ja. Mysteriöses Papier. Was ist das? Okay, der Wind bläst diesen Zettel gegen mein Fenster. Drauf steht. Nursing Walls. I've grown tired. Okay. Okay, die pflegenden Wände sind müde geworden. Die schlummernden Lungen brauchen ihre Säuberung, bevor die Nacht sie komplett freiräumt. Die Winde der weiten Leere warten mit offenen Armen. Okay, ein Auge und ein Ohr zu der Welt zu öffnen, ist der erste Schritt. Ist da drüber eigentlich ein Kopf oder ist das meine Reflexion? Ich weiß nicht, was das ist. Was? Ach, ich kann rausgucken, aber nur so ein bisschen, ne? Alright. Ja, sehr, sehr, sehr starker Anfang. Fällt mir. Ich weiß nicht, ob ich direkt hier das Ding hier platziert hätte. Aber ich meine, es ist halt nicht so übertrieben, übernatürlich. Das ist jetzt. Ich bin gespannt. Wenn es weiterhin so slow die Atmosphäre aufbaut, ist das sehr, sehr, sehr gut.
du nicht, ich will gerade sagen, da steht doch jemand. Hat der Hilfe rufen oder so? Okay. Nächte wie diese geben mir ein großartiges Gefühl. Als, so als ob ich im Wald rumrennen wollen würde. Aber ich tue es nie. Naja, jetzt kann ich es auf jeden Fall auch nicht mehr. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir wirklich Menschen draußen sehen. Kitchen Knife. Bringt mir jetzt gerade nichts. Ja, das stimmt. So Hunger habe ich auch nicht. Ich habe sowieso nichts zu essen da. Was ein Problem werden könnte. Radio? Was ist mein Radio? Habe ich von Mom bekommen. Okay, keine Antenne dran. Ich schätze, ich könnte ein bisschen Radio hören, wenn ich eine Antenne finden würde. Ja, ich weiß, wo die ist. Okay, ein geöffnetes Bier. In letzter Zeit trinke ich wesentlich mehr. Bier und Energy Drinks. Ja, nicht sonderlich gesund. Aber ironischerweise halten sie mich irgendwie am Leben. Right. Ich schätze, wir machen das mit der Antenne oder... Apartment Key. Ja, bringt uns jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber... Picture Frame. Okay. Das ist ein 2 Dollar vorgefertigtes Bild, was du gekauft hast? Warum kaufst du ein vorgefertigtes Familienbild? Okay, ja. Ein Bilderrahmen mit dem Standardbild immer noch drin. 2 Dollar Zeichen ist auch noch drauf. Okay. Das nicht mit reinnehmen wenigstens? Okay, Fernseher, den mir mein Dad gekauft hat. Ich schätze, ich könnte ein bisschen Zeit damit verschwenden. Na fuck, wo ist die Fernbedienung? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind sowieso nur irgendwelche romantischen Comedies am Laufen und damit kann ich nicht so nicht viel anfangen. Naja, trotzdem sollte ich wahrscheinlich mal die Fernbedienung finden. DVDs. Ein paar DVDs, die ich gekauft habe. Okay, ich habe damals viel Comedy- und Actionfilme geschaut. Aber in letzter Zeit... In den letzten Jahren hat sich mein Geschmack ein bisschen verändert in Richtung der düsteren Filme. Sowas wie Horror und Thriller. Yeah. I can relate. So. Aber ich habe eigentlich nie wirklich Comedy geschaut. Action eigentlich auch nicht. Ich bin eigentlich schon immer so, wie er jetzt ist. Dim River News. Normalerweise hasse ich es, die Nachrichten zu lesen, weil sie mich eigentlich meistens nur wütend machen. Aber immer mal wieder beschäftige ich mich trotzdem damit. Okay, ich mag diese rangezoomten Screens hier. Sind atmosphärisch. Okay, ein paar der Überschriften sind... Okay, die jungen Leute scheinen sich mehr von der Gesellschaft zu entfernen. Okay. Offizielle Seiten spielen mit dem Gedanken, die Terso-Höhle zu blockieren. Okay. Die Schuldigen der Vergewaltigungsfälle von letzten Herbst müssen immer noch gefunden werden. Das war's? Okay. Ja, was sind diese Cave? Hast du nichts dazu zu sagen? Ne, einfach nur, ja. Passiert wohl. Wir nehmen eine Antenne, aber... Was ist denn für ein Radiergummi? Das ist gigantisch. Ah ne, liegt da drauf. Okay. Alarm Clock. Ja. Mein Erzfeind. Ja? Ist das so? Was machst du denn überhaupt? Ich meine, du hast bis jetzt nicht gesagt, dass du irgendwie morgen raus musst oder irgendwas machen musst. Impulse. Maximum Pain. Ich mag den zweiten Teil mehr, aber ich konnte kein Poster dafür finden. Gut, und ich meine, was soll man sonst machen? Inventar. Alles klar. Ich könnte theoretisch einfach ins Bett gehen, ne? Aber wie viel wird das wohl bringen? Irgendwas Neues? Ne.
Okay, die Wohnung ist angenehm übersichtlich. Gefällt mir. Bis jetzt ein sehr, sehr positives Bild. Ja. Ja. Das haben jetzt. Oh. Thank God. Ein schreckliches Geräusch. Seltsamer Radiosender. Okay, die ganzen Geräusche haben bestimmt meinen Nachbarn aufgeweckt. Aha! Das ist meine Kommunikationshoffnung jetzt. Ja, also ich meine. Irgendjemand klopft an der Tür. Jetzt ist mein Nachbar. Also, let's go. Ja, hallo? Was zur Hölle machst du da drin? Was war das für eine Musik? Das waren schreckliche Geräusche. Wir versuchen zu schlafen, verdammt. Mr. Inha, es tut mir so leid. Ich brauche dringend deine Hilfe. Was? Du brauchst was? Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht aus. Was? Mach die scheiß Tür auf. Ich kann dich nicht hören, Junge. Ich kann nicht, die Tür ist blockiert. Das Dach. Okay, es ist einfach still, Party, Junge. Ich bin scheiße müde und ich habe echt keine Zeit für diesen Schwachsinn. Nein, nein, warte, bitte, Mr. Inner. Hilfe! Ich kann nicht glauben, dass ich in dieser Situation gefangen bin. Okay, ich sollte echt mir überlegen, wie ich diese Situation entkommen kann. Vielleicht muss ich irgendwie runterklettern oder einen Weg finden, dieses Ding aus dem Weg zu schaffen. Ja, ich meine, es hat offensichtlich sehr, 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 sehr The Room inspiriert. Also nicht der Film mit Tommy Wiseau, sondern Silent Hill, The Room. Was ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann privat oder so nochmal replayen muss, weil es ist irgendwie ein Spiel, was, glaube ich, damals zu Release ein bisschen ungerechterweise negativ aufgefasst wurde und ich glaube jetzt in der Retrospektive von heute viel, 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 viel besser ist. Vor allem, wenn ein bisschen Jahre vergangen sind. Es ist halt ein bisschen untypisch für Silent Hill, aber es ist trotzdem, ich glaube, wesentlich besser, als ich selbst in Erinnerung habe und die meisten Erinnerungen haben. Ich glaube, es würde mir, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, sehr gefallen. Aber ja, das hier nimmt auf jeden Fall den meiner Meinung nach coolsten Aspekt von The Room bis jetzt, wo es halt einfach nur um das Apartment geht und das sich halt langsam verändert und immer gruseliger wird, schätze ich, dass es ja auch so sein wird und benutzt das halt für ein ganzes Horror-Game. Ein ganzes Horror-Game halt 1 Stunde oder 2 Stunden oder sowas. Runterklettern, erst so eine Frage, ne? Ich meine, ich könnte hier runterklettern. Okay, da unten sind sogar ein paar Blumen, auf denen ich landen könnte, falls mein Seil nicht reichen sollte. Aber das ist ein sehr komischer Spot. Jeder könnte sehen, wie ich runterkletter. Da sind Leute genau da unten. Ja, dann ruft doch nach denen. Ich bin mir sicher, es gibt einen besseren Spot. Meadows Apartment. Was? Ach, drüben. Ist da jemand? Kann ich irgendwie nach dem rufen oder so? Ich meine, du könntest einfach die Leute da unten irgendwie anschreien, aber ich meine, vielleicht will das Spiel uns andeuten, dass wir ein bisschen socially awkward sind und dass wir lieber alleine irgendwo unser Leben riskieren würden, hier runterklettern würden, als mit Leuten reden zu müssen. Nach Hilfe fragen zu müssen. Soll ich das Radio nochmal anmachen? Okay, und das war Just Another Night from Boy Jack. Okay. Ich sag's euch, diese Nacht wird jeden Moment wilder und wilder. So wie Freitagnächte hier immer sind beim DRRFM. Der Radiosender. Okay. So wie ihr es wisst, wir senden unsere Sendung genau aus der Mitte der Stadt, genau im Herzen der Action. Ja, und obwohl wir gerade einen eher entspannteren und melancholischen Folksong gespielt haben, brennt die Hitze der Nacht uns alle ab. Ich bin Richie und das ist DRFM, Keeping the Grim from Within. Okay, bla bla bla, bla bla bla, Radiogelaber. Yeah.
Okay. Und er sagt, dass wir uns nicht zum Abkühlen in den Fluss der Stadt werfen sollen, weil anscheinend ist vor kurzem irgendjemand ertrunken. Und der wollte es halt eher als Metapher und als Joke bringen, aber wahrscheinlich muss er halt aufpassen, was er sagt. Bla 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 bla, Radiogelaber. Oh, okay. Weißt du, ich habe sogar eine Geschichte zu erzählen über diesen Fluss, aber bevor wir das machen, sind hier ein paar Worte von unseren Sponsoren. Bleibt gespannt. Okay. Okay, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das Radio so unsere Kommunikation nach draußen ist und die Sachen, die uns da gesagt werden, immer ein bisschen awkwarder und stranger werden. Im Laufe des Spiels und wahrscheinlich spricht uns das Radio irgendwann selbst an. Das ist so ein typisches Stilmittel in so einem Spiel. Dass es dann irgendwann sagt so, hey Henry, geh nicht zur Fronttür oder irgend so ein Scheiß. Bin ich hier runter? Das Fenster kann man nicht mehr öffnen, weißt du? Also, das wird nix. Na gut. Gut, ich schätze das Fenster in unserem Schlafzimmer. Was ist er hier eigentlich? Kann mir hier irgendwas öffnen? Nee. Storage. Da könnte irgendwas Sinnvolles drin sein. Ist verschlossen. Ah, ich erinnere mich. Ich habe die Schlüssel vor ein paar Tagen verloren. Ah, okay. Ich hab vergessen, meine Vermieterin nach neuen zu fragen. Super. Need to open it somehow. Das sind aber nicht die hier, ne? Nee. To the front door. Da sind aber zwei Schlüssel dran. Ich meine, wahrscheinlich unten noch, ne? Ja, funktioniert nicht. Okay, Schätze. Dämliche Idee, aber. Naja. Wenn ich versuchen will, irgendwo runterzuklettern, schätze ich, ist das Fenster hier die beste Idee. Geht auf jeden Fall auf und ich kann wahrscheinlich auf irgendeinem Müll landen oder sowas. Aber das Beste daran ist, man sieht es nicht so. Man sieht es nicht von draußen, also es ist nicht ganz so awkward. Okay. Ich finde es sympathisch. Ich finde sympathisch, unser Charakter offensichtlich sehr socially awkward ist und einfach nicht super strange Sachen machen will. Und noch so ein bisschen. Ja, oft haben halt die Charaktere in Spielen immer. Wie soll man es ausdrücken? Kein Schamgefühl. Das lässt sie immer ein bisschen seltsam wirken. Es sind einfach sehr seltsame Sachen vor anderen Leuten machen oder sich irgendwelche Sachen trauen oder sich in Situationen begeben, die total awkward sind. Und hier ist mal ganz angenehm, dass sie halt offensichtlich ein sehr ausgeprägtes Schamgefühl hatten. Jetzt, selbst in einer vielleicht lebensbedrohlichen Situation, lieber irgendeinen kranken Scheiß probiert, als irgendwelche Leute nach Hilfe zu fragen. Ich meine, das ist natürlich eine Extremsituation, aber ist sympathisch. Okay, ich muss ein paar Sachen zusammenbinden, runterwerfen und dann Hilfe bekommen. Sehr simpel. Okay, take Bedsheets. Obwohl das hier wahrscheinlich der Punkt wäre, wo ich dann doch lieber nach Hilfe fragen würde, bevor ich irgendwie all meine Sachen zusammenbinde. Runterschauen. Ja. Zu kurz, reicht nicht. Ja, okay, ich komme nicht gut mit Höhen klar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt hinbekommen würde. Okay. So viel zu meiner getarnten Flucht. Okay, da steht eine Frau und starrt mich an. Fühlt sich seltsam an, sie zu ignorieren. Am besten fragst du doch einfach nach Hilfe. Hey! Hörst du mich? Kannst du mir vielleicht helfen? Was? Ich sagte, kannst du mir vielleicht helfen? Was machst du da, du Arschloch? Was? Was machst du da? Willst du irgendjemanden ausrauben? Was? Nein! Was machst du da mit den ganzen Stoffen, die zusammengebunden hast? Willst du einfach, dass Leute wissen, wie deine Bettlaken aussehen? Das ist seltsam. Ist das irgendein komischer Fetisch? Was? Nein, ich... Verpiss dich! Ja, das versuche ich doch. Ja, okay, du könntest halt... Mach die da. Wirf die jetzt mit... Hättest du einfach ducken können. Ah, okay. Awkward langsame Animationen in solchen Games. Great. Ich meine, wir hatten jetzt schon mehrere Chancen, einfach... Damn, was zur Hölle? Was war das denn? Ist das irgendwie peinlich? Plastikflasche. Die Lücke war sie nur aus Plastik. Okay, hat mir nur ein bisschen Angst gemacht.
Okay, riecht nach schlimmem Alkohol. Anscheinend war sie sehr besoffen. Guter Wurf, aber. Besonders für eine besoffene Frau. Uiuiui, du alter Sexist, du. Ich glaube, es geht eher darum, dass sie besoffen war. Okay, wenn ich. Das könnte mir was bringen, wenn ich irgendwie ein Stück Plastik. Wenn ich irgendwie ein Stück Plastik davon wegschneiden könnte. Was hast du vor? Okay, scheiß auf den Plan mit den Bettlaken. Ich habe eine bessere Idee. Bring das alles hier in Ordnung. Use Apartment Key? Wird nicht klappen. Wieso habe ich es immer ausgewählt? Need to cut a piece. Ich meine, ich habe ein Messer, aber was hast du denn vor? Na gut. Was interessant ist, das Spiel quasi die Socially Awkwardness des Charakters jetzt schon mehrmals als Begründung benutzt hat, dass wir keine Hilfe bekommen konnten. Ich meine, es besteht auch die Chance, dass sie einfach alle gar nicht echt sind, die da sind, die ganzen Leute. Und die halt alle nur existieren, um die Situation für uns noch unangenehmer zu machen. Was ist das auf dem Bild, Alter? Hä? Mal sehen, wo es hinführt. Hier das Messer wahrscheinlich. Willst du das nicht mal irgendwie reinnehmen oder so? Steht da was Neues? Ne, ist immer das Gleiche. Ba, 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 ba. Opening an eye, engineer to the world is the first step. Ja. Mal rüberschauen. Ja, irgendwann wird da was sein. Vielleicht auch nicht. Wenn da nichts sein wird, fängt das ziemlich cool. Gut, dann zerschneide ich halt mal die Plastikflasche. Vielleicht will ich daraus irgendwie so ein Radiergummi noch nehmen? Nee. Keine Ahnung, ein dünnes Stück Plastik oder so schneiden, womit du irgendwie so eine Tür aufhebeln kannst. Also nicht aufhebeln, aber wisst ihr, was ich meine? Dass man wieder das Schloss aufbekommt oder so. Die geschnitten, du bist. What the f. Verdammt. Ich habe mich selbst geschnitten. Naja, scheint nichts Ernstes zu sein. Okay. Okay, du hast deine Emotionen nicht ganz unter Kontrolle, kann das sein? Ja, gut. Ich schätze, ich kaufe ein neues Messer. Ja, gut. Ja, das war eine rationale Entscheidung, die du auf jeden Fall getroffen hast. Weil das Messer hättest du nicht benutzen können, um irgendwie eine Tür aufzumachen oder irgendwas. Okay. Okay, ich hole ein neues Messer, wenn ich hier draußen bin. Ich bin langsam ein bisschen unentspannt, ja, ich merke schon. Okay. Die Situation macht mich ein bisschen nervöser, als ich gedacht hätte. Ich muss hier dringend raus. Okay. Ist ja nicht so, als ob ich irgendwie. Ist ja nicht so, als ob ich es irgendwie eigentlich hätte. Immerhin habe ich ein Stück Plastik, aber ich glaube langsam, dass es eine dämliche Idee war. Ich weiß nicht, wofür du ein Stück Plastik gebrauchen kannst, was du nicht hättest mit dem Messer machen können. Aber wie du meinst. Außer wir wollen das irgendwie einschmelzen und damit irgendwie eine Schlüsselkopie erschaffen oder sowas, womit wir dann irgendwie manuell einen Weg finden. Keine Ahnung, das hier zu öffnen oder so? Need to open somehow. Habe ich irgendwas dabei noch? Nee. Ich schätze mal, irgendwas passiert jetzt erstmal mal. Vielleicht eine Runde Radio. TV-Remote brauche ich auch noch. Ja. Immer noch was übersehen, was ich nicht mitgenommen habe. Machen wir das Radio mal an. Geht nicht. Okay, überraschenderweise kann ich nichts hier öffnen. Das überrascht mich tatsächlich. Ja gut, dann. Was willst du denn mit einem. Ah, okay. Ich habe gehört, du kannst sowas benutzen, um eine geschlossene Tür zu öffnen. Ja, vielleicht, aber mit dem Messer bestimmt auch. Aber wie du meinst. Okay. Ich weiß, dass es möglich ist, eine verschlossene Tür so zu öffnen. Komm, wir probieren das mal. Okay, ich glaube, es hat geklappt. Okay. Ich habe mich nicht selbst zum Affen gemacht für absolut gar nichts. Boxes.
Okay, hier habe ich lange nicht mehr sauber gemacht. Ich werfe meistens einfach nur alle sinnlosen Sachen hier rein. Okay, ich sollte mal nachsehen, ob hier vielleicht irgendwas Sinnvolles versteckt ist. Was ist das denn? Ein Loch? Habe ich noch nie mitbekommen. Okay, da kommt Licht durch. Von draußen? Okay, willst du nach Hilfe rufen oder verkackst du es wieder, weil du irgendwie dich wieder komplett zum Vollidioten machst? Was ist denn das da hinten? Okay, ein seltsames Graffiti hinter dem Tor. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen, irgendwo in der Straße. Das ist Miss Meadows, meine Nachbarin von nebenan. Okay, ich werde immer nervös, wenn ich an ihr vorbeilaufe. Okay, ich habe eine Theorie, aber die ist sehr dark. Wir machen erstmal weiter. Ich schätze, ich habe vielleicht einen leichten Crush auf sie. Ich weiß aber nichts über sie, muss ich gestehen. Okay. Jesus, sie macht mir echt Angst mit diesen großen grünen Augen. Okay, es wäre sehr, sehr, sehr dark. Würde mich überraschen, wenn es so wäre, aber möglicherweise sind wir der Täter von den Fällen, die am Anfang im Radio erwähnt wurden, mit den Vergewaltigungsfällen und sowas. Das wird halt irgendwie mehr oder weniger erklären, dass wir halt vielleicht irgendwie sozial komplett inkompetent sind und deswegen halt auch schlecht mit anderen Leuten hier umgehen können, warum sie uns nervös macht und so, dass wir halt einfach sehr, 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 sehr gestört sind. Und vielleicht ist dadurch irgendwie das Ding vor der Tür gar nicht ex. Liegt da was? Ja, mach ich gleich. Gar nicht existent da, sondern vielleicht nur so unsere innere Angst, rauszugehen und uns der Welt zu stellen oder irgendwie sowas. Würde mich überraschen, wenn es so wäre, weil das wäre für so ein, wie soll ich sagen, für ein normales, ich meine, klar, wenn, dann wäre es so ein Game, ne, mit so einer Story. Aber das würde mich schon überraschen. Vielleicht, vielleicht. Finde ich eine interessante Idee, aber muss dann wirklich sehr gut umgesetzt werden. Aber ich meine, unser Charakter wirkt halt bis jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, als ob er sehr viel mit sich rumschleppen würde. In welcher Richtung das halt irgendwie sein würde, ist halt nicht klar. Es kann einfach sein, dass er halt einfach nur an irgendwas leidet, wo er, was überhaupt nicht gefährlich ist oder so. Aber es könnte auch sein, dass der Anfang von der Story wäre, wo es halt hinführt, dass wir am Ende doch eine sehr, sehr, sehr böse Person sind. Weil ich meine, eine böse Person würde nicht von sich selbst die ganze Zeit sagen, oh, ich will die alle töten, bla bla bla. Das ist ja auch im Storytelling nicht so nicht kreativ. Okay. Ein Werbeposter. Brief, oder? Okay, was steht da drin? Dort steht. Ja, okay. Hast du keine Lust mehr auf die Person zu warten, die perfekt für dich ist? Okay. Deine Wahrscheinlichkeit, sie oder ihn zu finden, erhöht sich wesentlich mehr bei. Bla 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 bla. Okay, warte nicht mehr. Ja. Okay. Gehen Leute wirklich auf solche Dating-Seiten? Ja, ich meine. Es habe ich jetzt sehr viel Thematiken mit sozialen Interaktionen zu anderen Leuten, dass wir nervös bei unserer Nachbarin sind. Dating schon wieder angesprochen hier, dann die Fälle im Radio. Ja, ich meine. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht's in die Richtung. Ja, was haben die jetzt da drin gemacht? Also auch unsere Nachbarin ist jetzt da. Das heißt, irgendwie können wir vielleicht mit drüber starren. Und sie ansprechen? Nee, ist sie nicht da? Nee. Wir müssen im Endeffekt einfach nur nach Hilfe fragen. Uns nicht verkacken. Jedes Mal. Wirf halt einen Brief runter oder so. Wenn es sehr schwer fällt. Ich meine, da sind Leute. So ein Stift irgendwo? Na ja, gut. Okay, ich würde sagen, ich versuche jetzt erstmal die Fernbedienung zu finden, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist sie im scheiß Badezimmer oder so. Okay, wir gucken erstmal noch. Hier durch, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ne? Was? Warum? Ein Hammer und Meißel. Bringt mir gerade nichts. Naja, doch. Schon. Dann kommt drauf an, wie verzweifelt du bist, aber schon irgendwie. Na gut, anscheinend. Ja, wie du meinst. Alright. Alright.
Schlafzimmer. Was haben wir noch alles übrig? Radiergummi? Hammer und Meißel aus irgendeinem Scheißgrund? Kann ich meinen Stuhl durchzoomen? Ja. $2 Tag. Das gleiche? Ja, ja, bla 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 bla. Okay. Ja, kann ich irgendwie jetzt rüber gucken? Vielleicht muss ich eine gewisse Zeit gewartet haben. Ne, das ist immer nichts. Okay, ich schaue nochmal durch das Loch durch. Vielleicht kann ich. Vielleicht bin ich jetzt irgendwie verzweifelter oder so. Und kann doch noch Hilfe fragen. Wo war das hier drin, ne? Ja. Ne, die steht da einfach die ganze Zeit vor ihrer Wohnung, aus irgendeinem Scheißgrund. Warum steht die denn da? Ich kann ein bisschen offensichtlich warten, bis sie irgendwie reingeht. Hinter was? Was ist denn hier? Kann ich nur eine Seite öffnen vielleicht? Ne. Was? Mob? Ein Mob. Könnte irgendwie sinnvoll sein. Okay. Ich hab doch eben drauf geguckt. Muss ich auf den Stab schauen? Extra? Okay, ich kann. Oh Gott. Kann ich den Mob hier durchstecken aus irgendwie. Ich weiß nicht, was. Was haben wir vor? Oh Gott, dammit. Dein Ernst? Nee, okay, gut. Oder doch? Müssen wir das machen? Habe ich den Mob in der Hand? You probably use this to move stuff or just rage something. Kann ich oben? Nee. Use mob. Was? Verdammt, das ist wirklich schwer. Okay, ich hab's ein bisschen aus dem Weg. Okay, du hast dazwischen gehebelt irgendwie. Aber dafür zu bestimmt irgendwas anderes nehmen können. Vielleicht auch nicht. Okay, ich konnte es ein bisschen aus dem Weg bewegen, aber dann. Jetzt hängt es irgendwie komplett fest. Und jetzt blockiert es die Fronttür sogar noch mehr. Aber ich kann wenigstens ins Badezimmer reingehen. Sympathisch. Sympathisch. Ist irgendwas. Bewegt sich leicht. Das, steht da jemand? Keine Ahnung, aber hier ist auf jeden Fall die Fernbedienung. Ist das meine Fernbedienung? Was macht die denn hier? Ich, naja. Nehme mir auf jeden Fall die Fer- Ich nehme sie auf jeden Fall mit. Stella Love? Ja, ich bin anscheinend im Rotlichtviertel, ne? Porn Caesar? Okay, der Typ macht mich krank. Ist es das, was der Typ jede Nacht macht? Immer? Also jeden Tag? Jede Nacht? Okay. Ich glaube, Sexualität ist auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Thematik des Spiels. Okay, 100 Meter Zahnseide. Okay. Mir fällt bestimmt irgendwie ein, wie ich das benutzen könnte. Kann mit irgendwas kombiniert werden. Gott, was zum Fick hast du vor, Alter? Okay, auf jeden Fall Fernbedienung. Ich muss ehrlich sagen, der Charakter hat meistens mehr Ideen von Sachen, die er machen will, als ich. Richtiger Adventure-Main-Character. So Point-and-Click-Main-Character-Mondlogik, wo man sich einfach irgendwelche random Gegenstände nimmt und denkt, ja, das kann ich später noch gebrauchen. Gut, sympathisch. Okay, ist jemand drüben jetzt? Zum Stalken? Cool. Okay.
Ich finde es super, dass unser Charakter nicht sagt, oh, ich kann die Wohnung vom Nachbarn von hier aus sehen, sondern wir stalken einfach rein ohne Kommentar, als ob es irgendwas wäre, was wir halt irgendwie jeden Tag machen. Ohne Probleme. Okay, muss ich... Okay, ich muss wirklich auswählen. Alright, habt ihr Fernbedienung? Jetzt kann ich wohl mal nachschauen, was im Fernsehen läuft. Hank, wegen der Sache, die letzten Sommer passiert ist. Ist in Ordnung, Eva. Ich war nicht in der Stadt. Okay. Ich gebe dir nicht die Schuld. Aber ich gebe mir selbst die Schuld. Ich habe dich schon immer geliebt, seit ich dich in der Schule kennengelernt habe. Oh, Eva. Okay. Ich kann es einfach nicht anders sehen, als mir das Gefühl zu geben, dass ich etwas Wunderschönes ruiniert hätte. Eva, bitte. Wegen dir fühle ich mich ganz besonders. Naja, du bist auch eine ganz spezielle Frau. Hank, lass uns abhauen. Okay, wir nehmen einfach einen Bus nach dem anderen, bis wir den Namen dieser Stadt vergessen haben. Ich kann nicht einfach schon wieder abhauen. Du haust ja auch nicht ab, wir hauen ab. Oh, Eve. Ja, yeah, scheiß drauf. Okay, das ist unser Charakter, kein Bock mehr, den Scheiß sich anzuhören. Was gibt's sonst noch? Oh Gott, okay, what? Oh, das ist schwer zu lesen, Alter. Hoffnung ist immer noch vor dir erkennbar, aber auf provozierende Weise nach Jahren... nach Jahren der Leere. Jesus Christ, was? No. Ist die Schlucht. Die Schlucht größer? Outgrowth? Corruption. Okay, die Korruption. Korrumpiert den Weg, den Pfad. Ja, ich glaube, ich liege gar nicht so falsch in meiner Einschätzung. Ich glaube, es geht halt von irgendjemandem, der halt Liebe als Konzept wahrscheinlich so aufgegeben hat, dass er halt zu einer gewalttätigen Person geworden ist, über die Jahre hinweg, der offensichtlich sehr viele Probleme hat. Ich glaube, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich bin gespannt. Das ist eine Thematik, die kann man auf jeden Fall gut umsetzen in so einem Horrorspiel. Es ist halt die Frage, was jetzt noch alles dazukommt. Ja, bis jetzt ist es... ziemlich gut gemacht. Ich finde es so fast ein bisschen zu direkt, aber es kann natürlich daran liegen, dass ich halt wirklich danach suche, nach einem tieferen Sinn und so. Aber die Thematiken sind ja alle relativ gestapelt. Zum Fick ist das eine Sendung, Mann. Ja, ich meine... Typ öffnet die Fenster, schaut raus, sieht eine Frau. Das ist die scheiß Himmeltextur, die wir auch bei uns im Himmel sehen, wenn wir aus dem Fenster schauen. Ich gehe davon aus, dass es loopt, aber ich will trotzdem mal zumindest zusehen, bis ich mir sicher bin. Verschwinde ich einfach meine Zeit hier? Ist das, sehe ich da irgendwas? Nee, ne? Einfach nur Welt, oder? Ich würde hier halt irgendwas verstecken am Ende von der Scheiße, deswegen will ich jetzt auch nicht direkt umschalten. Ist das was? Der Zettel, der die ganze Zeit an das Fenster klatscht, ist
Überraschend atmosphärisch als Ambient Noise. Fällt mir. Gut. Oh Gott, nicht das schon wieder. Ein Fernseher, der den Fernseher zeigt, der hatet. Ich schätze, das soll Porn sein. Ja, oder? Aber so wie wir das halt wahrnehmen? Eigentlich. Was mit dem Sender? Wo nichts war. Vielleicht nochmal. City Pulse 24/7. Ach, ist einfach so ein. Oh Gott, das kenne ich noch. Es gab irgendwo bei uns im lokalen Fernsehen auch mal einen Sender, der einfach nur Straßenbahnen gezeigt hat die ganze Nacht. Das war irgend so ein ganz kryptischer, das war auch ein bisschen gruselig irgendwie. Es gibt manchmal so ganz kryptische, lokale, komische Sender. Ich schätze, das ist was Ähnliches in der Richtung. Ne? Wahrscheinlich einfach zeigt es einfach nur die Stadt die ganze Nacht lang. Okay. Bis jetzt bin ich ein großer Fan von Thematik. Es benutzt halt so die Stilmittel und die Art des Storytellings von einem Silent Hill, wo halt einfach ein Mensch mit seinen Taten konfrontiert wird und so, ich schätze ich mal, vielleicht geht es in völlig andere Richtung, ich meine, bis jetzt deutet es halt stark in die Richtung, wo ein Mensch mit seinen Taten konfrontiert wird und die halt dann metaphorisch alle in der Umgebung dargestellt werden. Aber normalerweise soll man Silent Hill ja meistens, ich meine, klar, die meisten, ich will jetzt nicht jeden Silent Hill-Teil spoilen, auch wenn die alt sind, aber meistens war mir eine Person, die zwar was Schlimmes getan hat, aber von Grund auf keine super, super böse Person war. Oder keine extrem schlimme Tat vollbracht hat. Meistens war es ja mehr so ein tragisches Ereignis, was sich über lange Zeit aufgebaut hat. Und das hier scheint jetzt ja mal wirklich eine viel, viel, viel düstere Person zu zeigen und das aus deren Perspektive zu zeigen. So ein bisschen gemischt wie ein Silent Hill mit einem Somewhat-Game. Vor allem mit hier MX Saints oder sowas. Deswegen sehr interessant bis jetzt. Und bis jetzt macht es auch ziemlich stilvoll. Auch wenn es ein bisschen direkt vielleicht ist, mit der Imagery, mit den Tipps, wie es geht. Und man hätte es, glaube ich, noch viel, viel, viel direkter machen müssen. Können, nicht müssen, Entschuldigung. Man hätte es noch viel, viel direkter machen können und damit ein bisschen Atmosphäre versauen können. Müsste ich mit ihr reden jetzt? Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe die Fernbedienung, die mir absolut gar nichts gebracht hat. Ich kann Porn schauen jetzt, bringt mir bald natürlich nicht so viel. Ich meine, da kann ich ein bisschen Zeit verschwenden mit, aber... War das Bild schon die ganze Zeit hier? Hammer und Meißel? Bringt mir gerade nichts. Ich kann die Zahnseide kombinieren mit. Mit was? Mit was kann ich die kombinieren? Radiergummi. Keine Ahnung wieso. Definitiv Radiergummi. Das mache ich. Nehme das Radiergummi mit. Was? Ah, super. Die Laken sind runtergefallen. Okay, anscheinend war der Knoten zu locker. Zum Glück bist du noch nicht runter, du Depp. Ja, ich bin froh, dass ich nicht angefangen habe, runterzuklettern. Okay, anscheinend kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, einen scheiß Knoten zu binden. Okay. Ich muss das auf jeden Fall nochmal lernen irgendwann. Wenigstens, um mir mein eigenes Leben zu retten. Aber ich bin ein bisschen dramatisch. Okay, ich werde es schaffen. Bin einfach nur schon eine gewisse Zeit hier drin gefangen. Okay, wahrscheinlich ist das meine Überinterpretation von jedem Scheiß, der im Spiel gesagt wird, aber dass er jetzt doch andeutet, dass er lernen muss, einen Knoten zu binden. Könnte anspielen, dass er irgendwann schon mal wen gefesselt hat oder so und der freigekommen ist, aber ich glaube, das ist eine komplette Überinterpretation und das Spiel will einfach nur irgendwie Dialog dazu schreiben, dass das Ding runtergefallen ist. Und so einen Charakter irgendwas dazu sagen lassen. Aber vielleicht, I don't know. Aber ich glaube, ich bin jetzt einfach ein bisschen sehr auf meine Theorie eingestimmt. Denke, dass alles in der Richtung, was gesagt wird, weiter darauf aufspielen will. Aber wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, die Radiergummi bringt auch nichts.
Dann hätte hier irgendwas verändert. Seltsames Geräusch. Was ist das? Ein von der Toilette zu kommen. Das Wasser ist weg. Sollte ich mal abspülen? Zum Fick ist das? Feuchtes Magazin. Was zur? Das ist irgendein Magazin. Will es aber ungern mit meinen Händen anfassen. Okay, ich brauche irgendwas, um das herauszubekommen. Oh, Alter, das. Komm. Arschloch. Nee, das habe ich. Goddammit, was willst du denn dafür jetzt? Das ist cool gemacht. Ich kann da nur draufsteigen, wenn ich mein Klo zugemacht habe, weil ich sonst bin ich halt nicht. Ich meine, du könntest auf die Seiten hier stellen, aber. Na gut. Ja, was kann ich denn nehmen? Ein Hammer? Ich meine, du kannst jeden Scheißgegenstand nehmen, das da rauszufischen. Radiergummi. Vielleicht brauchen wir jetzt ein Scheiß-Radiergummi, um es zu kombinieren. Nein. Ich dachte, vielleicht kann ich es irgendwie um die Zahnseide binden. Wahrscheinlich muss ich das machen später für irgendwas, um irgendwas rauszuholen oder so. Ja, du kannst doch jeden Scheiß-Gegenstand dafür benutzen. Hättest du ein Messer nicht rausgeworfen, hättest du das auch nehmen können. Picture Frame würde funktionieren? Nein. Nee. Zählt nicht. Nicht gut genug. Teller würde gehen? Nee. Paper Towel. Okay. Habe ich es mitgenommen? Hä? Fuck, hat irgendwas gesagt, warum es nicht nehmen kann? Ich Idiot habe genau in dem Moment ein bisschen genervt geblinzelt. Bin ich vielleicht ein bisschen selber schuld. Vielleicht habe ich ein Stück genommen. Hab's in der Hand. Oh, fuck. Nun kann ich mich in meinem Zwei-Zimmer-Apartment gut zurechtfinden. Hast du nicht? Okay, ich hätte vielleicht lesen sollen, was da gesagt wurde. Hier ist Klopapier. Du kannst auch das hier nehmen. Du kannst jeden Gegenstand nehmen, der hier rumliegt. Ah, ist zu dünn. Muss wohl irgendwas Besseres sein. Okay, wahrscheinlich hast du irgendwo ein Handtuch oder so im Lagerraum hier. Nimmst du trotzdem schon mal mit, du Arschloch. Ist das ein Schwamm oder so? Nee. Ey. Okay. Ich mag den Aufbau vom Spiel sehr, aber ich finde jetzt, dass man halt einen bestimmten Gegenstand dafür braucht, während jeder. Das hier wird doch auch gehen. Du Arschloch. Alles würde funktionieren. Jeder Gegenstand in deiner Wohnung würde funktionieren. Ich meine, ich kann ja offen. Hier was. Hier bin auch. Mann. Okay, anscheinend kann man halt mit Gegenständen interagieren, die vorher noch nicht benutzbar waren. Guck ich vielleicht einfach nochmal alles an. Aber hier liegen doch überall Sachen, die gehen. Nimm doch irgendwas davon. Na gut. Schlafzimmer schätze ich. Oder was? Ja, aber was? Napkinbox. Okay, das hier benutze ich, wenn ich meine Tastatur sauber mache. Na gut, auf jeden Fall, das sollte reichen. Gut. Schön, dass das gereicht hat. Ach, Alter. Ich bin doch dämlich. So, hier. Okay, okay. Nehmen wir das mal raus und schauen uns das mal an. Ekelhaft. Okay, ein Pornomagazin. Das ist. Was mache ich hier? Soll ich das öffnen? Ja. Was ist da drin? Okay, ich muss lesen. Has always been.
Sex, Sess, She, keine Ahnung. Okay. Ein teilweise kaputtes Magazin. Okay, die meisten Seiten kleben zusammen. Nummer 6 sehe ich durch die andere Seite durchschimmern. Okay, ist das ein Code irgendwo? Sender 6 wahrscheinlich. Oder? Soll ich mal rausschauen vorher? Ist der Typ immer noch dabei? Jupp. Gleiche wie eben, bis jetzt. Alright. Das ist übrigens wahrscheinlich das Blank Frame, wonach das Spiel benannt ist, ne? Ob da ein Bild drin ist? Von einem Opfer von uns oder irgendwie sowas? Was weiß ich. Vielleicht? Was ist das denn? Ach, nicht das. Ich will drüber gucken. Ja, ja. So. Warte mal, sie guckt den Sender. Was, wenn ich den gleichen anmache? Ich will es ja wahrscheinlich nichts bringen, aber. Ich habe die 6 so falsch rum, vielleicht ist 9 gemeint. Es sind mehr Sender kaputt als eben, oder? Kann ich ihn anlassen? Ne, geht aus, wenn ich weggehe, ne? Ja. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht nur durchs Loch durchschauen oder so? Ja, ja. Hang in there. Ins Motivationsposter. Dass wir im Lagerzimmer versteckt in einem Schrank drin haben, damit wir es nicht jeden Tag sehen müssen, ne? Ja, ja. Keine Ahnung, Sollen wir spülen? Ich weiß nicht, was bringen soll. Vielleicht ist irgendwas anderes noch drin? Ja, die 6. Kann ich irgendwie jetzt vielleicht einen Radierer nehmen oder irgendwie. Ich weiß nicht, was es bringen sollte, aber vielleicht kann ich irgendwie darin rumradieren, irgendwas kaputt machen oder so. Die Atmosphäre ist echt, echt gut. Bin ich Fan, aber ich finde die Puzzles sind bis jetzt ein bisschen. Oh. What the fuck? Hast du nichts zu sagen? Okay, so leer. Wir können hier auf jeden Fall Werbung brauchen. Wenn du diesen Platz mieten möchtest, bla 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 bla, Contact, Werbung. Okay, ein leerer Spot für Werbung. Okay, nur die Nummer 0 ist sichtbar. Okay, ich glaube, ich muss die Fernsehsender in einer gewissen Reihenfolge als Code eingeben. 0660. Okay. Ich glaube nicht, dass es ein zweistelliger Code sein wird. Deswegen die Uhrzeit vielleicht oder sowas. Wo war denn noch? Kann ich das Radio nochmal anmachen?
Nee. Zwei, 062, 206. Boah, da weiß ich noch nicht, welche Reihenfolge. 026. Zwei. 6. 0. Ich meine, das sind auf alles auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir in der richtigen Reihenfolge. Hier stalken wir am Fenster. Das ist eine Tür, die langsam aufgeht, ne? Ist die Wohnungstür? Irgendwas Rotes daneben. Sehr atmosphärisch. Ja, okay, wir können nichts mehr drücken. Oh. Punkt, Punkt. Nichts passiert. Der Bildschirm ist einfach ausgegangen. Ist er kaputt? Ist ein Klopf. Okay. Da steht irgendwas an der Wand hinter dem Fernseher. Steht Klopf. Klopf an der Wand. Oh, klingt das unangenehm. Irgendjemand hat zurückgeklopft. Warte, das ist also. Nein, es ist nicht deine Nachbarin. Nein, guck nicht nach, Mann. Oh Gott, hallo. Miss Meadows. Sie schaut mich irgendwie seltsam an. Oh, ich sollte mein Fenster aufmachen. Fliegt aber der Zettel weg, der die ganze Zeit hängt. Das kannst du nicht machen. Das Fenster hängt fest. Okay, ich kann es nur ein bisschen öffnen. Kann ich trotzdem irgendwie rüberrufen oder so? Okay. Das stimmt nicht. Sorry, ich kann das Fenster nicht komplett öffnen. Hängt er mir fest oder so? Okay. Okay, also, was machst du da? Warum klopfst du? Oh, du bist einfach nur komisch. Ich brauche Hilfe. Yeah. Nein, ich häng fest. Was? Ja, das Fenster hängt fest. Das hast du mir schon gesagt. Du musst ein bisschen lauter reden. Nein, ich hänge drin fest, in meinem Apartment. Okay. Wie meinst du das? Die Tür ist blockiert. Irgendwas ist durch mein, durch die Decke gekracht. Oh Gott, alles in Ordnung? Ja, es hängt einfach nur vor der Tür fest. Ich kann nicht raus. Das Ding geht nicht aus dem Weg. Okay. Ja, du hast kein Telefon. Ah, stimmt. Die sind aktuell kaputt. Naja, was ist ein Timing, ne? Ja. Okay, also kannst du nicht einfach bis morgen warten? Ich bin mir sicher, dass die Sachen sich dann irgendwie von selbst klären. Oder halt schneller geklärt werden können. Ich weiß nicht. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich kann nicht schlafen und irgendwas Komisches passiert hier. Okay, tut mir leid, dich zu stören. Ich werde einfach versuchen zu. Nein, nein, ich kann dir helfen. Ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Okay, ich muss mir einfach nur irgendwas überlegen. Naja, wie wär's, wenn du. Okay, ich schätze, wir sollten uns erstmal gegenseitig vorstellen. Ich bin Ava. Ava Meadows. Ja, ich bin Henry. Henry Jefferies. Schön, dich kennenzulernen, Henry. Ja, dich auch, aber. Okay, also. Okay. Soll ich vielleicht versuchen, deine Tür aufzudrücken oder so? Um vielleicht irgendwas, was auch immer im Weg ist, wegzudrücken? Ich kann die Tür nicht mehr aufschließen.
Aber hey, ich könnte den Schlüssel. Ja, ich könnte den Schlüssel unter der Tür hindurchschieben und du könntest vielleicht von außen öffnen. Und dann könntest du versuchen, es wegzudrücken. Wie soll das denn funktionieren? Das ist ein fucking 5 Tonnen Stahlschrank gefühlt, einfach der durch immer noch halb in der Decke festhängt vor der Tür, aber probier's halt. Dann kannst du probieren, das aufzudrücken. Okay, klar, komm, versuchen wir. Ich warte vor deiner Tür. Okay. Ich habe das ungute Gefühl, dass die Geschichte für sie nicht sonderlich gut enden wird. Muss ich warten wirklich, oder? Okay, hallo, hier ist der Schlüssel. Ja, okay, warte kurz. Ich drücke ein bisschen. Ja, mach mal. Okay. Naja, hat's funktioniert? Ist aus dem Weg? Nicht mal ein kleines Stück. Was? Ich sagte nicht mal ein kleines Stück. Nein, ich hab dich gehört. Das ist einfach nur. Mann, ich hab echt hart gedrückt. Ja, ist schon in Ordnung. Okay, ich überleg mir irgendwas anderes. Okay, ich hab mich gefragt, ob. Okay, soll ich ein bisschen rumschauen, vielleicht nach Hilfe fragen im Gebäude? Ich weiß nicht. Ich will niemanden sonst irgendwelche Probleme bereiten, so spät in der Nacht. Okay, ich habe bereits einmal Nachbarn Stress bereitet. Ja, aber die würden es doch verstehen, wenn. Na, egal. Aber du hast keine Probleme dabei, mir Ärger zu bereiten? Das ist was anderes. Da war. Okay. Okay. Ich schätze, es wäre sehr verständlich, Leuten ein bisschen auf den Sack zu gehen. Du brauchst dringend Hilfe. Ja, ich weiß, aber ich bin mir sicher, ich kann irgendeinen anderen Weg hier rausfinden. Okay, wenn nicht bald, dann können wir es ja morgens nochmal probieren, wenn die anderen Leute langsam wach werden. Okay, willst du trotzdem noch meine Hilfe haben? Nee, ich bin mir nicht sicher, was du für mich tun könntest. Ja, ich habe eine Idee. Oh. Komm mal zurück zum Fenster. Wenn sie könnte halt irgendwie, ich meine, das wäre halt fast Selbstmord, aber dass sie irgendwie ein Brett oder sowas drüber legt, dann können wir sie in ihre Wohnung reingehen, was wahrscheinlich keine gute Idee für sie wäre, weil ich unserem Charakter überhaupt nicht traue, aber maybe, I don't know. Ich habe übrigens gerade die Theorie, dass wir wahrscheinlich die Tür zugehalten haben, dass das Ding gar nicht da ist, ne? Vielleicht ist es wirklich da und ich deute die Geschichte in eine völlig falsche Richtung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt, wenn das Ding halt einfach nur unser Unterbewusstsein ist, was die Tür zuhält, dachte ich mir eben, ja okay, aber wenn die halt wirklich gerade dagegen drückt und sie es nicht aufbekommt, scheint es in irgendeiner Form ein Problem gewesen zu sein. Aber sie scheint ja auch ein bisschen überrascht gewesen zu sein, dass die Tür nicht aufging. Vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, dass wir es zugehalten haben, aber dann wäre sie nicht weiterhin so freundlich, ne? Na gut. Ja? Okay, du könntest versuchen, mit Bettlaken runter auf die Straße zu klettern. Weißt du, so wie im Gefängnisausbruchsfilm oder sowas. Oh, hab ich schon versucht. Es hat nicht wirklich funktioniert. Was passiert? Okay. Ich sag's einfach so, es war eine sehr anstrengende Nacht. Ich habe meine Bettlaken verloren und wurde mit einer Flasche ins Gesicht getroffen. Und das ist das am wenigsten Verrückte, was heute passiert ist. Also versuchst du es nicht nochmal? Nein, lieber nicht. Oh. Okay, wie verzweifelt bist du schon, da rauszukommen? Was meinst du? Ich meine, wenn du wirklich... egal. Will sie sagen, dass sie rausspringen können? Oder dass wir jetzt wieder rüberklettern, ne? Ich meine... Okay. Also, hör mal, ein komisches Angebot. Ich meine, es wird halt zusammenpassen, wenn wir vielleicht, aber ich meine, wir deuten ja auch sehr aktiv darauf an, dass wir jetzt nicht unbedingt zu ihr rüber wollen. Aber egal, sehr viel zu deuten, sehr viele Theorien, aber ich glaube, die meisten werden sich klären, wenn wir ein bisschen weiterspielen. Okay, vielleicht hast du recht, vielleicht solltest du einfach warten, bis es morgen ist. Ja, sorry, dass ich dir Stress bereitet habe. Okay. Also meine Idee ist halt, dass das halt vielleicht alles ein sehr komplexer Plan von uns ist, den wir vielleicht nicht mehr aktiv mitbekommen, irgendwie in ihre Wohnung zu kommen und ihr was anzutun. Aber wir wissen halt vielleicht gar nicht, dass wir phasenweise zu so einem Monster werden. Also zu einem menschlichen Monster, ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen kämpfen wir vielleicht selbst dagegen an,
Oder versuchen halt, den Situationen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber vielleicht bietet sie halt irgendwann an, so, hey, hier, du kannst vielleicht meine Wohnung rüberklettern. Gibt es dann irgendwie ein Brett dahin und das endet dann vielleicht nicht gut für sie. Aber mal gucken. So, ich meine, will ich das jetzt mitnehmen, endlich? Nein, natürlich nicht. Ändert sich das Poster irgendwann? Das ist ein Geräusch. Okay. Ist das in Räumen rumlaufen, finde ich als Gameplay-Loop ziemlich interessant, vor allem weil die Atmosphäre halt so stark ist. Und es wird ab und zu immer wieder was verändert. Was zum Fick ist hier passiert? Was passiert hier? Die Vorhänge sind zusammengenäht. Oh Gott. Ey, cool, 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 cool. Das war in der Küche. Bild ist runtergefallen. Verdammt. Ein Bilderrahmen. Letzter Wind ist durchgekommen. Was? Noch eins. Wo kommt das denn her? Okay. Glas erstmal mitnehmen. Okay, ich schätze, ich kann das, davon irgendwas gebrauchen. Das Stück hier ist ziemlich scharf. Ja, alles klar, Kollege. Okay, was steht da drauf? Die Nacht ist lang und kräftig. Okay. Sich auf einen Fremden zu verlassen ist vital. Und das vergessene Zeichen des Vertrauens bringt die beiden wieder zusammen. Okay. Als Freude, die Leere ist bereits geringer. Ist das vielleicht irgendwie so unsere böse Seite, die mit uns kommuniziert und uns irgendwelchen Sachen verleiten will indirekt? Wer lacht hier wo? Ich meine, ich will aber kaum unsere Nachbarn darauf ansprechen, dass wir komplett durchdrehen und hier seltsame Sachen passieren. Klopfen. Mach ich das? Okay. Ich schätze, sie hört mein Klopfen nicht. Wie könnte ich ihre Aufmerksamkeit bekommen? Warum willst du denn überhaupt? Lass die Arme doch. Spiel die Klavier? Lass sie in Ruhe, Mann. Die Arme. Ich meine, wir können ja theoretisch jetzt vielleicht irgendwie den... Ja, die Zahnseite kombinieren mit dem... Da kann ich die nicht mehr nehmen. Ich muss es aufschneiden, ne? Ja. Um an den Radiergummi zu kommen. Sehe ich irgendwas Neues? Der Typ da im Hintergrund ist jetzt weg. Oh. Macht die ihren Antrag? Der tut nur so, ne? Glaube ich. Okay. Jetzt brauchst du einen Radiergummi, natürlich. Na gut, dann kombinieren wir das mal mit der Zahnseide und werfen das rüber. Ein bisschen awkward, aber ich meine, why not? Bisschen Idiot, Alter. Okay, ich hab Radiergummi mit Zahnseide kombiniert. Ich kann das vielleicht an Fenster werfen, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Es sollte die Fenster nicht kaputt machen. Da willst du einen Gegenwerfen? Ich dachte, du wolltest reinwerfen. Wie willst du das denn? Wahrscheinlich brauchen wir hierfür den Meißel, ne, um das aufzubekommen. Na ja, gut, probieren wir es erstmal. Ne, geht doch so. Okay. Flonk. Boah, Alter, chill. Wieso geht's noch? Du hast mir verdammt nochmal Angst gemacht. Was tust du da? Oh ja, yeah, tut mir leid.
Wolltet einfach nur, ich wollte einfach nur, ja. Du hast immer noch meinen Schlüssel. Oh. Oh. Ja. Yeah. Tut mir leid. Okay, ich gebe sie dir wieder. Moment. Moment. Ja. Also, ich habe noch eine andere Idee. Ja? Falls du mir immer noch helfen willst. Okay, ja klar, mir ist sowieso ein bisschen langweilig. Also, was hast du vor? Okay, du weißt ja, du kennst ja die Telefonzelle zwischen unserem Gebäude und der Bar, oder? Natürlich. Ich sehe es von hier. Willst du vielleicht mal an dem Telefon versuchen, Hilfe zu holen? Oh, jetzt bist du also bereit, anderen Leuten auf den Sack zu gehen, ne? Ja, langsam werden die Sachen ein bisschen unangenehm hier drin. Okay, ja, ich mache mich auf den Weg. Ich bin in einer Minute oder so unten. Okay, pass auf, irgendwas Komisches geht heute Nacht vor sich. Was? Die Lincoln Street Junkies, meinst du? Nein, es ist. Ich weiß nicht. Es ist auf einmal so still, oder? Okay, es ist so viel schöner, sich unterhalten zu können, ohne schreien zu müssen, weißt du? Ja, mein Hals tat noch langsam ein bisschen weh. Okay, trotzdem immer noch ein bisschen seltsam, so zu reden. Ich rede sehr oft mit meinen Nachbarn so. Wirklich? Nein, du Depp. Du kommst nicht sonderlich viel raus, oder? Naja, es. Okay, es gibt da draußen nicht sonderlich viel für mich. Du bist also eher so der stille Typ. Ich gehe ab und zu mal spazieren. Nachts. Im Wald. Du bist einfach ein bisschen komisch, oder? Also, freundlich gemeint. Oft, ja. Naja, das ist in Ordnung. Ich bin auch manchmal ein bisschen komisch. Wie meinst du das? Okay, ich gehe gerne in verlassene Gebäude und mache dort Bilder. Kenne ich von einer gewissen Person. Du gehst gerne in solche Orte? Oh ja. Und auch in die Wälder, so wie du. Außer, dass ich gerne noch ein bisschen tiefer in die Wälder reingehe. Woher willst du wissen, wie tief ich reingehe? Bist du schon mal in den Holzhütten gewesen, tief im Wald? Diese super alten Dinge? Nee, nie. Okay, ja, die waren eh nichts Besonderes. Okay. Ich habe mal meine. Okay. Ich habe mal meine Oma gefragt, weswegen die überhaupt da gewesen sind, und sie meint, dass sie schon vor ihrer Zeit dort gewesen sind. Und sie meinte, dass sie benutzt wurden, dass sie von manchen Leuten benutzt wurden, um von einem Traumseher oder einem trüben Auge wegzubleiben. Oder irgendwas in der Richtung. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendein Kult oder sowas? Was weiß ich. Ja, egal. Ich mache mich auf den Weg. Dauert eine Minute oder so. Ja, okay. Danke. Okay, weitere Theorie ist, dass wir die Cabins definitiv kennen, weil wir unsere Opfer da schon mal verschleppt haben oder so. Aber ich lasse unseren Main-Charakter wesentlich schlimmer aussehen, als er vielleicht sein soll, aber ich habe halt das Gefühl, dass es definitiv in die Richtung geht. Oder dass unser Charakter vielleicht Angst hat, in diese Richtung abzudriften. Das könnte natürlich auch sein. Aber mal gucken. Warte ich einfach mal awkward. Oder wollte ich sie einfach nur ablenken? Ist das mein Plan gewesen? Kaum, oder? Vielleicht will ich mich kurz umschauen. Vielleicht sehe ich sie jetzt beim Rausgehen oder so. Und das ist irgendwie der wichtige Punkt. Nee. Okay, so ein Creep sind wir anscheinend auch nicht. Ja, vielleicht haben wir die Chance, sie dabei zu sehen. Haben es verkackt. Ich meine, dass der Gegenstand hier liegt, macht mir halt echt ein bisschen Angst, weil ich damit wahrscheinlich halt durch den Fernseher ein Loch brechen kann, damit in ihre Wohnung einbrechen könnte, ne? Okay, keine Briefe, bla bla bla. Oh, jemals. Okay, wir sind also sehr einsam. Bei Telefon? Es geht. What the fuck?
War das Ava? Ich glaube, es kam von hier unten. Runterschauen. Okay, sie scheint für irgendwas Angst zu haben. Aber ich sehe keine Bedrohung dort unten. Ava, was ist los? Oh mein Gott, Henry, oh mein Gott. Was? What the fuck? Okay, hier gab es einen Mord oder sowas und ich habe die Waffe gefunden. Was? Es ist einfach... Oh mein Gott. Es ist ein blutiges Messer. Oh. Ein Küchenmesser? Ja. Wo wusstest du das? Oh, keine Sorge. Wir haben jemanden verletzt mit unserem scheiß Messer, was wir runtergeworfen haben? Okay, mach dir keine Sorgen, ist es gar nichts. Was? Du, was? Woher weißt du, was? Nein, egal was du denkst, es ist viel dämlicher. Was? Ach nein, das ist, weil wir uns selbst damit verletzt haben. Okay, oder? Wir haben nicht jemanden damit abgeworfen, zufällig unten. Und bitte nicht. Ich habe niemanden verletzt, ich habe mich selbst geschnitten. Oh, Henry, ich wusste nicht, dass du sowas... Nein, nicht extra. Es war ein Unfall, okay? Einfach, geh einfach zum... Telefonzettel. Es wird immer awkward, umso länger wir es hier versuchen zu erklären. Okay, ich mach das. Gott, sind wir awkward. Okay, ich dachte, wir hätten das Messer, nachdem wir uns verletzt haben, runtergeworfen und irgendjemand in die Schulter geworfen oder sowas. Und dann hat jemand verletzt und ist weggerannt. Oh nein, okay, ich glaube, wir sind einfach nur uns selbst verletzt haben. Okay, jetzt ist mal ein stilvoller Fake-Scare quasi, weil ich meine, es ergibt halt Sinn im Kontext der Story, dass sie es da unten finden könnte. Macht die da T-Posen. Das Telefon funktioniert nicht. Irgendjemand hat es kaputt gemacht oder so. Hast du sonst noch eine Idee? Da ist eine Bar. Vielleicht soll ich dort nach dem Telefon fragen? Warte mal kurz. Ich schaue mich ein bisschen um und guck mal, ob vielleicht irgendein anderer Ort ist, wo du nachfragen könntest. Okay. Ja, okay, aber mach bitte schnell. Irgendwas Seltsames geht hier vor sich, okay? Ich sehe hier unten sonst niemanden. Ich beeile mich, warte kurz. Was ich sagen wollte, es ist halt ein bisschen fragwürdig, dass es aussieht wie eine Mörderwaffe, wenn wir uns damit kurz in die Hand geschnitten haben. Aber hey. Es ist wirklich sehr still. Okay, ich glaube, der Club ist geschlossen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich gewollt hätte, dass Ava dorthin geht. Nicht, dass sie meine Freundin ist, aber... Ja, okay, das kann auf mehrere Seiten gedeutet. Das kann man auf mehrere Weisen deuten, ne? Entweder, dass er... Warum ist meine Stimme so im Arsch? Entweder, dass halt weiter meine Story-Idee fördert und er halt einfach nicht will, dass Frauen sowas machen und er halt einfach ein bisschen seltsam ist, was sowas angeht, oder auf die andere Art, dass er halt einfach Sorgen hat, dass ihr da was passieren könnte. Weil ich meine, es ist halt offensichtlich keine sonderlich gute Gegend hier, ne? Rick's Grill. Da war ich schon mal. Sie haben auf jeden Fall ein Telefon und ist wahrscheinlich immer noch offen. Also, ich schätze dahin. Ey. Hey. Okay, ich habe was gefunden. Geh vielleicht zum Imbiss. Oh, okay, ich bin gleich wieder da. Okay, ich sollte vielleicht aus dem Küchenfenster nachsehen. Ich glaube, die Dame wird auch schon selbst klarkommen. Ich meine, was willst du von hier oben machen? Wieder Messer runterwerfen? Ja, gut. Schauen wir nach. Da ist irgendwas. Night Sky. Okay, nachts fühle ich mich normaler. Kenn ich. Was? Irgendwas konnte ich da... Hey. Okay, ich vermisse die Musik ein bisschen.
Okay, kommt die jetzt auch gleich? Muss ich mir Sorgen machen? Okay, ich frage mich, warum sie so lange braucht. Gefällt mir nicht. Ja, ich hoffe, es geht ihr gut. Ist auf jeden Fall eine seltsame Nacht. Warum habe ich sie rausgehen lassen? Es ist nicht sicher dort draußen. Ich hätte einfach nur durchschlafen sollen. What the fuck war das? Das ist jetzt sehr stilvoll. Ich meine, wir hatten nicht einen Jumpscare, oder? Einfach gar nichts. Es ist einfach nur Slow Burn, guter Creepy Horror. Nicht mehr wirklich, also doch Horror, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Sehr slow bis jetzt. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich warte schon echt lange auf sie. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Okay. Der Stundenzeiger fehlt. Use a razor and floss, was? Warum solltest du? Heißt das, du willst ihn dran malen oder so? Warum? Willst du nicht? Was geht da ab? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Höre ich mein eigenes Atmen ganz leise? Oder ist das Licht? Ich muss gleich, okay, 2 Uhr nachts, wenn ich ihrer Uhr glauben darf. Es ist wichtig. Willst du jetzt irgendwie deine eigene Uhr umstellen, damit du weißt, wie viel Uhr es ist? Warum? Okay, was ist der Sinn von denen hier? Warum kaufe ich die überhaupt? Die sind einfach nur Ablenkung. Geldverschwendung. Okay, also meine Einstellung zu den Gegenständen in meiner Wohnung verändert sich. Je nachdem, wie weit ich in der Story bin, das ist gut. Also sollte ich vielleicht mal Sachen mehrmals anschauen, ne? Hast du vergessen, dass die da gerade draußen chillt? Offenes Bier. Okay. Ich brauche das, um mich weiter zu betäuben. Vielleicht brauche ich irgendwas Stärkeres. Will nicht nachdenken. Wir haben einen Anrufer und es ist Mike. Mike, wie geht's dir? Hey Richie, mir geht's gut. Okay. Also, was geht ab? Hast du einen Songwunsch oder eine Frage? Nein, nein, nichts davon. Ich habe einfach. Ich möchte eine Erfahrung teilen, die ich vor kurzem bei einem Spaziergang nachts hatte. Oh, okay. Wo bist du langgelaufen? In der Stadt? In Wäldern? Oh, in der Stadt. Ja, okay, ja, es ist aktuell ziemlich still hier draußen. Macht dir diese Uhrzeiten nachts in der Stadt keine Angst? Na, manchmal, aber ich bin eher ein Nachttyp. Ich liebe die Ruhe der Nacht. Aber diesmal, da habe ich irgendwas Seltsames gesehen. Ja, ich bin auch eher ein Fan der Nacht. Aber was hast du denn gesehen, Mike? Irgendwas ist mit dieser Nacht. Das ist eine von diesen Nächten halt. Die Luft ist irgendwie feucht und schwer und. Okay, und. Weißt du, und der Fluss sorgt dafür, dass überall Nebel in der Stadt ist und. Ich bin nicht mehr genau sicher, ob ich es wirklich richtig gesehen habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Nacht hat irgendwie so eine traumartige Atmosphäre, oder? Also, naja, Mike, was hast du denn gesehen? Erzähl uns mal. Hast du etwa ein Monster gesehen oder so? Haha. Ja, es ist auf jeden Fall seltsam. Ich bin durch diese Zwischenstraße gelaufen und ich hätte schwören können, ich hätte jemanden gesehen. Seltsam angezogen. Und hat mich angestarrt direkt. Okay, hat mich von unter dem einzigen, der einzigen Lichtquelle angestarrt, die nicht funktioniert hat. Okay, gruselig. Seltsam gekleidet? Ja, erklär mal, was du meinst. Kein Er, ne Sie, glaube ich. Weiß ich nicht. Sie hat einfach nur.
Okay. Sie hat einfach nur, naja, was auch immer sie getragen hat, das war falsch. Okay. Also dachte ich, sie war irgendwie besoffen oder so. Ja, es gibt auf jeden Fall aktuell ein paar Partys um diese Uhrzeit in der Stadt. Also habe ich gerufen, brauchst du Hilfe? Verstehst du? Ja. Okay. Und dann hat sie einfach angefangen, ganz, ganz komisch zu laufen. Irgendwas hat nicht gestimmt. Vielleicht waren es Drogen oder so. Aber dann hat sie angefangen, auf mich zuzurennen und ich habe Panik bekommen und bin von ihr weggerannt. Oh, verdammt. Und als ich von ihr wegrenne, habe ich einmal nach hinten geschaut, als sie im besseren Licht war und ich hätte schwören können. Weißt du was? Ich weiß nicht, warum ich angerufen habe. Es war eine dumme Idee. Ich muss ins Bett gehen. Ich muss früh aufstehen. Nein, 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 Mike. Was hast du? Ah, verdammt. Naja, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Auf jeden Fall muss ich hier bald Schluss machen mit dem Radiosender für heute. Und kurz bevor ich die Show beende, will ich eigentlich nicht solche Storys hören. Das macht mir ein bisschen Angst auf dem Weg nach Hause. Okay, auf jeden Fall werde ich heute nicht nach Hause laufen. Haha. Okay. Naja, es gab auf jeden Fall keinen Songwunsch, also werde ich einfach diesen wunderschönen Song von Lady Valen spielen. Viel Spaß und bleibt auf dem Sensor. Das ist DRRFM. Das war gut gemacht, das war gut geschrieben. Das war sehr gut geschrieben, ne? Dass eine Person etwas falsch trägt, ist eine schöne Beschreibung für eine unheimliche Atmosphäre. Man weiß nicht, was gemeint ist, aber irgendwas hat halt nicht gestimmt. Ist komisch gelaufen und dann hat er irgendwas gesehen, was er nicht im Radio erwähnen wollte. Cool. Ist cool. Und wahrscheinlich gab es den Call nie, aber... Mal sehen. Gut, ich schätze, ich schaue hier raus. Oder ich hintergehe halt auch mal mit allen Gegenständen, die ich finde. Filmposter. Sachen, die ich mal geliebt habe, geben mir irgendwie nichts mehr. Okay, alles scheint so sinnlos oder unrelatable zu sein. Jetzt, dieses Ding. Ich bin irgendwie froh, dass ich nicht darauf zugreifen kann, jetzt gerade. Aber ich schätze, ich hätte so irgendwelche Hilfe gebrauchen können. Naja. Ist ja mal wieder typisch. Okay. 1 Uhr nachts, wenn man meinen Bäcker glauben mag. Das stimmt doch nicht. Was zu sagen hier? Okay, ich schätze, wir schauen uns nochmal den Typen gegenüber an. Starke Atmosphäre. Warte, wollen wir rausschauen? Aus dem Loch? Keine gute Idee. Aber wir sehen da jetzt irgendwas, oder? Was ist das? Okay. In dem Loch ist ein Uhrzeiger. Ist das Blut? Was ist das denn? Das ist, was ich vorhin gesehen habe. In meinem Apartment. What the fuck? Cool, cool, cool. I like it. Okay, also aus irgendeinem Grund kann ich jetzt darauf bestehen, dass ich die Uhr wieder repariere, aber warum? Okay. Natürlich ist heute die Nacht, wo das Scheißding nicht funktioniert. Normalerweise, auch wenn es funktionieren würde, würde ich nur Werbeanrufe und offizielle Anrufe bekommen und sonst wäre es immer nur still. Ja. Ich gucke es mal hier. Sagst nichts Neues zu? Nee.
Gut, dann reparieren wir mal die Uhr. Ja, 1 Uhr oder 2 Uhr? Was denn hier? Achso, welche nicht einstellen will. Oh Gott, keine Ahnung, wie viel ist das denn? War 2 richtig? Oh Gott. Hallo? Ava? Ava. Ava ist alles in Ordnung? Ich bin's, Henry. Henry. Ava, ist irgendwas los? Irgendwas los. Es ist dunkel da drin. Ich dachte, dein Apartment wär leer. Leer. Dann bist du wieder hochgegangen. Hochgegangen. Okay, du scheinst dich irgendwie verändert zu haben. Verändert zu haben. Warum wiederholst du alles, was ich sage? Wiederholst. Okay, das bringt nichts. Bringt nichts. Okay. Kann ich... Da liegt irgendwas. Blut. Schön. Eine rote Flüssigkeit kommt aus dem Schrank. Könnt doch nicht. Immer nicht. Ich meine, wir können theoretisch in ihr Apartment damit reinbrechen, aber ich weiß nicht, ob wir das aktuell überhaupt machen wollen würden. Das Ding ist zumindest weg. Schön. Stimmt nicht bei uns drin. Yeah. Ich finde, die Sequenzrate hätte es gar nicht gebraucht. So mit dem Zoom auf sie drauf. Ich meine, klar. Ganz nett und so. Ich glaube, es wäre fast unheimlich, wenn wir es nicht gesehen hätten. Wenn sie vielleicht einfach da gestanden hätte und nicht mehr geantwortet hätte oder so. Weil bis jetzt war es alles so unfassbar zurückhaltend und langsam und ruhig vom Horroraufbau. Dass das genug Atmosphäre erschaffen hat, ohne irgendwelche wirklichen Scares oder so einbauen zu müssen. Oder stark übernatürlichen Sachen. Hier, was soll ich denn überhaupt machen? Ich habe meinen Schlüssel immer noch, ne? Ja. Hat sie sich verändert? Es sieht heller aus als eben. Ah, okay, ja. Hey! Bist du gerade zurückgekommen? Ja, gerade. Warum? Du, ich dachte, du wärst schon da. Was? Bitte mach mir keine Angst. Warum hast du so lange gebraucht? Sorry, ich bin im Imbiss eingeschlafen? Was? Ich habe kein Telefon gesehen, als ich reingegangen bin. Ja, du musst danach fragen. Ich habe gewartet, bis jemand hier zur Theke kommen würde. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gewesen bin, aber als ich aufgewacht bin, war da immer noch niemand. Also bin ich einfach gegangen. Tut mir leid, Henry. Ich schätze, ich könnte irgendwo anders hingehen. Nein, nein, das ist in Ordnung. Vergessen wir einfach das Telefon. Die Straßen sind komplett leer. Sieht wie eine Geisterstadt. Naja, so ist die Stadt halt. Ja. Wo wir gerade von leeren Orten sprechen. Oh Gott. Okay, hast du nicht gesagt, dass dieses Ding, was auch immer deine Tür blockiert, das durch das Dach gekracht ist? Also durch die Decke? Ja, irgendein alter Schrank oder sowas. Was ist damit? Okay. Der vierte Stock ist eigentlich leer. Der gesamte vierte Stock? Ich habe mich schon gefragt, warum ich von dort oben niemals jemanden höre. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendjemand, der ganz still ist. Naja, wohl, ich habe eigentlich was gehört. Heute Nacht. Ja, wahrscheinlich die Vermieterin oder so. Okay, naja, du musst doch eigentlich gesehen haben, wie sie selbst die Treppen
dort nach oben mit diesem Tor blockiert haben. Ja, ich hätte gedacht, es wäre einfach wegen irgendwelchen Bauarbeiten oder so. Nein, sie haben den Ort einfach, sie haben die ganze Ebene so gelassen, wie sie einfach war. Dann frage ich mich, warum es immer noch leer ist. Okay. Ich glaube, die Lincoln-Junkies haben da irgendwas oben gemacht. Wirklich? Die sind hier in diesem Gebäude gewesen? Ja, die sind überall, Mann. Die suchen einfach nach irgendwelchen Orten, um, keine Ahnung, Drogen zu nehmen oder so. Und haben wahrscheinlich die ganze Ebene kaputt gemacht mit ihren seltsamen, was auch immer, Ritualen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber der Ort scheint irgendwie interessant. Okay. Oh ja, hast du nicht gesagt, dass du irgendwie Fotos oder sowas machst? Okay, ich... Mein Beruf hat Blumen zu tun, aber... Bilder zu machen, ist einfach mein Hobby. Ich bin ein Amateur. Könntest du vielleicht ein Bild von dem Apartment machen? Dem Apartment über dir? Von hier? Ja, ich frage mich einfach, wie es aussieht. Okay, du wirst aber nicht viel sehen können. Ich weiß. Okay, ich hole meine Kamera. Gott, wahrscheinlich fotografiert irgendwas sehr Komisches. Sieht bei sich nichts, zeigt mir das Bild und ich sehe irgendwas Komisches drauf. Will sie zeigen, dann ist es nicht mehr drauf. Noch cooler fände ich es aber, wenn... Oh Gott. Okay. Sie macht ein Bild, guckt drauf, erschreckt sich zu Tode, lässt das Bild runterfallen. Es fällt aus dem Fenster raus, dass sich so erschrocken hat und sagt davon, ich muss ins Bett gehen. Oder irgendwie sowas. Und wir wissen nicht, was sie gesehen hat und es ist verdammt gruselig. Das ist ja cool. Okay. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, das stimmt. Komm schon. Hast du gemacht? Okay. Auch blaue Vorhänge. Was? Lächeln. Das mögen wir nicht, oder? Bitte. Süß. Okay, ich zeig dir das Foto. Ich werde es dir unter der Tür hier durchschieben. Ja. Frage ist halt, warum auch immer wir uns jetzt in unserer Situation dafür interessieren sollten, wie die Fenster von der Wohnung über uns aussehen. Hat sie gerade ein Bild von uns gemacht? Aber ich finde es cool, dass es halt eben dann doch nur irgendwie unser Verstand war, der ein bisschen durchgeht. Ich meine, wir haben fucking Bluttropfen hier. Warum dauert das schon wieder so lange? Lass der Frau doch mal Zeit, Alter. Ich sollte draußen nachsehen. Mein Gott. Das geht bestimmt nicht böse aus. Lass mich los. Was ist das, hä? Schleichst du dich einfach hier rum und spionierst deinen Nachbarn nach? Nein, wir junge Mädchen wie du, gefällt dir das? Jesus. Komm mal in meine Wohnung, Mist. Der alte Mann hier braucht ein bisschen Begleitung. Verschwinde, lass mich, du Alter. Komm schon. Nur eine kurze Weile. Ich bin einsam. Sollte dich nicht so viel Zeit kosten. Ekelhaft, lass mich los. Irgendjemand, Hilfe. Ruhig, Mädchen, alle schlafen. Goddammit, okay. Ich muss ihr helfen. Denk. Ich muss den Typen irgendwie ablenken. Soll ich ein Radiergummi durchwerfen? Wahrscheinlich nicht. Was soll ich denn machen? Mich umgegen? Hier, vielleicht durchschlagen? Nein, gut. Ich hoffe, dass das ein lautes Geräusch macht. Und es muss von seiner Wohnung kommen. Er wohnt direkt neben mir. Ja, aber hier ist doch was drin. Was? Nimm das doch. Nein, okay, gut. Das ist anscheinend nicht laut. Das Radio. Ja, gut. Radio. Ich schätze, muss eine bessere Option geben. Okay, bessere Option. Fernseher? Ja, das ist halt kaputt, ne? Ich schätze, ich werde kein Fernsehen mehr schauen. Okay, Lass dir Zeit, Kollege. Was soll schon passieren? Okay, Wecker?
Könnte ich kombinieren mit der Zahnseide. Alarm. Rüberwerfen. Okay, gut. Ach, ist das der Typ, der die ganze Zeit die Pornos guckt in seiner Wohnung? Ja? Das wird eine komplett andere Wohnung. Habe ich es kombiniert? Ach, habe ich schon gemacht. Okay. Nee, ist nicht da. Okay, gut, dann. Ja, über. Wo soll ich das denn rüberwerfen? Direkt neben meiner Wohnung, ja. Hier raus? Okay. Gar nicht fragwürdig. Soll ich das hier durchwerfen? Wohl kaum. Ich meine, was soll das denn bringen? Rüberwerfen? In ihre Wohnung? Warum sollte ich? Nee, oder? Ich hab Angst, ich gerade zeitlich verkacke oder so. Nee, ich kann es ja gar nicht. Nein, ich will nicht rausgucken. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen Angst, ob die Musik nachgelassen hat. Vielleicht muss ich dann doch irgendwie hier durch? Nee, ne. Zum Glück ist der Typ sehr langsam. Ja, aber wo soll ich es denn rauswerfen? Kann ich jetzt? Ich hätte bekommen, irgendwie aus der Fronttür rausbekommen, ne? Hier nicht. Ach Gott, damit. Ich habe den Gegenstand ausgewählt. Hier kann ich nichts auswählen, ne? Gibt es irgendein scheiß Fenster, was ich noch nicht irgendwie gesehen habe? Direkt neben meiner, ja. Willst du irgendwie ein Stück Wand finden, was du irgendwie aufschlagen kannst mit dem Hammer und Meißel? Das muss ich vorher untersucht haben, bevor du auf die Idee kommst oder so? Doch irgendwie hier. Vielleicht kann ich irgendwie nach hier nach links schauen. Ja, oh krass. Wo willst du denn hinwerfen von hier? Okay, let's go. Okay, ich muss das blind dahin werfen. Ich würde schon immer meinen Wecker aus dem Fenster werfen. Okay, also noch besser, wenn durchs Fenster von irgendwem geht. Das geht niemals durchs Fenster durch. Das ist ein Plastikwecker oder so. Okay. Okay, hoffentlich hilft das. Ich sollte mal nachsehen, ob es geklappt hat. Oh, der Wecker-Sound ist triggernd. Schrecklich. Achso, hier. Okay. Ich kann den Getränk einschenken in meiner Wohnung. Verstehst du es nicht? Ich habe kein Interesse. Schlägt ihn die ganze Zeit. Okay. Warte, was ist das für ein Geräusch? Scheint aus deiner Wohnung zu kommen, alter Mann. Diese verdammten Junkies. Ich finde, so die letzten 20 Minuten haben ein paar Richtungen angenommen, die nicht unbedingt Atmosphäre fördernd waren. So dieser Fake-Jumpscare mit ihr. Ich find's auch super, wie sie weiterhin ihre Mission erfüllt und erstmal das Bild bringt, anstatt verständlicherweise sich jetzt einfach zu Hause einzusperren nach der Scheiße. Nee, nee. Die Fotos sind erstmal wichtiger. Affe hat mir die Bilder gegeben. Komm, schauen wir mal. Okay. Was? Hat sie mir das falsche Bild gegeben? Von wo hat sie das gemacht? Das ist nicht mein Apartment. Ja, und das kann nicht die Wohnung über mir sein, denn die Perspektive stimmt überhaupt nicht. Hm.
Was auch immer. Das war es auf jeden Fall nicht wert. Ja, was hast du denn erwartet? Was du. Whatever. Wir haben es gar nicht mitgenommen. Ich schätze mal, wir reden wieder mit ihr. Hast du das mit dem Geräusch? Ja. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Alles in Ordnung? Ja. Einfach nur. Wow. Wie hast du das gemacht? War ziemlich einfach. Naja. Okay. Es gab vielleicht einen besseren Weg, aber. Naja, es hat auf jeden Fall funktioniert. Danke, dass du mich gerettet hast, schätze ich. Ja, aber wegen dem Bild. Tut mir leid. Könnte ich einfach kurz eine Minute haben? Bevor wir irgendwas anderes tun? Diese ganze Sache war unangenehm. Ja, verständlich. Ja, klar. Sollten wir vielleicht einfach die ganze Sache durchschlafen? Es ist ziemlich spät. Könnte ein bisschen Schlaf gebrauchen, aber. Ich habe nicht das Gefühl, dass uns das irgendwo hinbringt. Vielleicht probieren wir später weiter? Ja. Okay. Also sie geht schlafen? Will ich jetzt auch schlafen gehen? Einfach? Einfach fuck it? Good night? Okay. Ich schätze. Jo. Knutschen die da rum? Was ist eigentlich mit dem Monster da oben, was du irgendwie nicht hinterfragt hast? Nein, ich schätze, es ist Zeit, dass ich versuche, doch ein bisschen zu schlafen. Ich bin ziemlich müde. Ich hoffe, es geht dir gut. Wahrscheinlich hasst sie mich dafür, dass ich dir dazu gebracht habe, diese ganzen Sachen zu tun. Ich versaue immer alles. Nichts wird sich jemals verändern. Ja, nein. Okay, ich glaube, das ist eine Option. Wir können irgendwas anderes machen. Vielleicht müssen wir vorm Schlafen gehen irgendwas versuchen. Und jetzt, falls du diesen ganz besonderen Jungen oder die ganz besondere Mädchen an deiner Seite haben solltest. Okay. Nimm ihre oder seine Hand und drück sie so fest, dass sie anfangen, Tränen zu bekommen. Okay. Weil du dir nie sicher sein kannst, wann du sie. Okay. Weil du dir nie sicher sein kannst, dass du sie vielleicht irgendwann nicht mehr wiedersehen könntest. Die Person meine ich, nicht die Hände speziell. Okay. Verteilt weiterhin Liebe, Mann. Ja, das ist mein Ding. Okay. Lieb alle Leute in deinem Umfeld so sehr, wie du kannst, bevor vielleicht irgendein Arschloch vorbeikommt. Okay. Und das alles wieder ruiniert für uns alle. Und falls du keinen Partner hast, naja. Denk an die letzte Zeit, wo du jemanden hattest und denk einfach. Dass die Welt ein tatsächlich wunderschöner Ort ist. Okay, macht euch bereit für Shirley Monroe mit dem Song If I Could Go Back. Das ist DRFM. Sehr motivierend. Ich meine, Schätze, es ist sehr spät nachts mittlerweile. Auf zu stalken. Ich will ein bisschen rumschauen. Vor allem, wenn es die Option gegeben hat, zu schlafen oder nicht zu schlafen. Kann ich vielleicht irgendwas machen, aber vielleicht nur, falls ich sonst. Die Radioshow heute verpassen können?
Gut, dann gute Nacht, schätze ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ordentlich viel besser wird, sobald wir wach sind, aber mal sehen. Vielleicht einfach tagsüber, alles löst sich. Die Feuerwehr kommt, räumt es aus dem Weg, die sind frei. Optimistisch. Sehe ich da links irgendwas oder ist das einfach nur ein Fleck auf meinem Bildschirm? Ne, da war was. Da war irgendein roter, ganz schwach erkennbarer Fleck. Augen oder sowas? Ne, ich weiß, das Telefon geht nicht. Ist ein bisschen fragwürdig, ne? Was zur Hölle? Ist das ein Telefon? Haben Sie es wieder repariert? Nein. Das ist definitiv ein anderes Bild. Ja, hat aufgehört. Und die Telefone sind immer noch tot. Gut. Gut, gut, gut. Irgendwann ist sie so ein Scheiß-Scare direkt vor mir. Ich werde überhaupt nicht damit rechnen, mich zu Tode. Ich meine, ich rechne jedes Mal damit, weil wenn er kommt, werde ich mich trotzdem erschrecken. Wenn du jetzt das Licht ausmachen können, wenn du einschlafen gehst, ne? Nee. Nicht schon wieder die arme Frau stand. War das vorhin schon so dreckig, rostig? Ja, wahrscheinlich soll das verholzt sein, aber. Oh. Immer noch keinen Hunger. Bestimmt nicht mit mir. Ich snacke normalerweise echt gerne nachts. Du hast nichts da. Punkt, Punkt. Wir können sie ja theoretisch belästigen und fragen, ob ihr Telefon auch gerade, ob es auch gehört hat oder so. Aber wir können die nette Dame auch mal ein bisschen Schlaf bekommen lassen. Das wäre vielleicht ganz lieb. Na gut. Schon mal im Bad und dann gehen wir ins Bett, schätze ich. Hier jedes Mal wieder nachschauen und sich nicht einmal was verändert hat. Oh, what? Achso. Ich dachte, der ist tot. Ja, die ist tot. Aber nö. Spielt nur in ihren Füßen rum. Wie schön, dass ich von hier spannen kann. Na gut, dann. What the fuck? Hallo? Was ist das? Will dass ich das Fenster aufmache? Bin ich denn scheiß ernst, Alter? No! Nein? Sollte ich einfach gehen? Keine Ahnung. Okay, ich renne einfach weg. Was zum Fick soll ich sonst tun? Also ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich das Ding zu embracen mehr oder weniger zum besseren Ende führt oder so, aber ich will wissen, was passiert, wenn wir uns einfach nicht im Scheiß stellen, einfach abhauen. What the fuck? Ist es jetzt der Moment? Nee. Hier? Goddammit. Okay, von wo kam das?
Wach? Nee. Okay, ich find, vielleicht muss ich mich doch dem Ding stellen? Nee, ist weg. Die Kreatur ist weg. Was zur Hölle war das denn? Da ist irgendwas. Zimmer ist beleuchtet. Ist irgendwas hier drin jetzt? Hat mir das irgendwas gegeben? Irgendwas? Irgendwo? Ich glaube, es wäre besser gewesen, mich im Ding zu stellen, aber. Ich glaube, für die Story wäre es interessanter, wenn wir das nicht machen. Mal rausschauen? Immer nicht, ja. Radio? Aus dem Bad rausschauen? Was mit dem Licht? Ah. Das Licht flackert. Irgendwas ist in der Lampe. Ich sollte es öffnen. Aber ich komme da nicht dran, ohne irgendwas, wo ich drauf stehen kann. Ja, ein Stuhl? Dankeschön. Sollte helfen. Ja. Korrekt. Okay, schon wieder so eine Notiz. Bis, bis. Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Sonnenaufgang. Das Ende ist nahe. Okay. Für eine Person das Anfang vom Ende und für die andere Person Ende vom Anfang. Okay. Eine Person ist die Erinnerung an Hoffnung und die andere das Fehlen davon. Beide sind die gleiche. Okay, sie können nicht zusammen existieren nach der Nacht. Okay. Hä? War das A, was die geklopft hat? Ich schätze, sie will reden. Ja. Hi. Hey, schon wieder. Hey, was ist los? Kannst auch nicht schlafen? Warum? Du machst sehr viele Geräusche. Inha wird bald anklopfen, wenn du so weitermachst. Das wäre schon das zweite Mal heute Nacht. Also was machst du da drüben? Ich weiß nicht, ich sehe seltsame Dinge. Okay, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so spontan aufgeweckt wurde oder. Aber naja. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich immer noch im Träumen bin oder irgendwas stimmt nicht mit mir. Okay, wir müssen dich da unbedingt rausholen. Du wirst langsam ein bisschen verrückt, haha. Also habe ich außerdem habe ich ein Telefon gehört. Okay. Du hast das auch gehört? Ja, ich dachte schon. Okay. Also funktionieren die wieder? Dann wäre es ein bisschen einfacher, dass. Nein, das geht immer nicht. Okay, dann wie. Also liegt es nicht nur an mir. Okay, du hast von diesen Typen geredet, diesen Junkies. Du meintest, sie haben irgendwas Komisches oben gemacht? Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Ich habe da ein paar von ihren. Von ihren Markierungen gesehen. Du bist da oben gewesen? Ja, ich war oben im Flur. Wie? Ist das Tor nicht verschlossen? Das war, als es noch kein Tor gab. Oh. Ich schätze, ich könnte drüber klettern? Warum sollst du das tun? Why? Okay, wirklich? Es ist ziemlich eng. Willst du etwa sagen, dass ich fett bin? Nein, es ist einfach nur. Ich mache nur Witze. Also. Okay. Du dachtest, ich könnte dir wieder. Ich könnte widerstehen, eine verlassene Ebene direkt über mir zu erforschen? Direkt über mir? Ja, wie ist es denn überhaupt da oben? Naja, so wie du es erwartest. Genau wie diese Ebene, aber dreckiger und. Naja, viele Markierungen, wie ich schon erwähnt habe. Also Graffiti ist halt. Okay. Okay, naja.
Ich schätze, ich werde nochmal da drüber springen und nachsehen. Wünsche mir viel Glück. Warum denn? Warte, warte. Du gehst da hoch? Naja, du willst ja offensichtlich, dass ich da hochgehe. Und ich möchte es auch. Und was willst du da tun? Mir das Apartment mal anschauen. Das über mir? Glaubst du nicht, dass es verschlossen sein müsste? Ich meine, keine Ahnung. Ich werde nachsehen. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Stell dir vor, wie sauer du wärst, wenn die Tür da oben einfach doch offen wäre. Und wir wären echt. Stell dir vor, wie sauer du wärst. Wie sauer wir beide wären, wenn die Tür da oben einfach offen wäre. Was ist denn der Plan, dass sie da oben einfach durchklettern? Ich komme trotzdem nicht da hoch. Okay, und wir hätten einfach das Ding, was da oben durchgebrochen ist, runterkicken können. Ach stimmt, ist ja nicht ganz auf dem Boden, ne? Aber, ja, vielleicht. Willst du es einfach nicht rausfinden? Ich schätze, okay. Ich versuche dir irgendwas zu geben, was... Oh ne, okay, ich versuche lieber irgendwas zu finden, womit ich das Schloss kaputt machen könnte. Oh, wirklich? Ist das nicht noch schlimmer? Ja, aber falls du irgendwie da rauskommen musst und es irgendwie eilig haben solltest, wäre es so vielleicht einfacher. Okay. Ich kann ja Wache halten und mir das Tor ansehen, das Tor beobachten, während du dort oben bist. Was? Wie? Ich kann durch ein Loch. Ich kann durch ein Loch in den Flur sehen. Das ist gruselig. Ja, es ist nicht so, als ob ich einen Raum von irgendjemandem sehen würde. Trotzdem. Ich habe mich trotzdem gefragt, woher du wusstest, dass ich Probleme hatte. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Alles in Ordnung. Ich fühle mich jetzt viel besser. Okay. Okay, ich suche mal nach irgendwas. Okay. Ja gut, wir wissen zufälligerweise, was das sein könnte. Lag vielleicht die ganze Zeit direkt in unserer Nähe. Bild hat sich wieder verändert. Sehr gut. So, irgendwas ist hier jetzt, oder? Nee? Ah, yes. Okay, aus meinen Arbeitszeiten. Auch wenn es nur sehr kurz war. Ich habe viel mit Holz gearbeitet. Ah ne, mit Steinen wahrscheinlich. Kleine Statuen. Ich fand die so nicht gut da drin, aber es hat mir Spaß gemacht. Die Leute da waren sehr freundlich. Ich vermisse die Tage ein bisschen. Okay, naja. Aber die könnten in meiner Situation definitiv helfen. Sollen wir rausschauen? Ja, alles super. Und will ich ihr das jetzt rübergeben? Rüberwerfen? Oder was? Nicht die beste Idee. So. Okay, ich habe das hier gefunden. Der Hammer sollte reichen. Okay. Du kannst den Meißel behalten. Okay. Du musst dir den Hammer aber rüberwerfen, weil ich kann das wahrscheinlich nicht unter der Tür durchquetschen. Okay, Moment. Achso, ich hatte wohl das Fenster auf eine komische Animation aufmachen, aber nein, ich sollte darüber werfen. Ja, das kann ich machen. Nee? Ach, da. Okay. Ich schätze, ich behalte jetzt den Flur im Blick. Wollt ihr nicht irgendwie eine Thematik ausmachen, was du rufst, wenn jemand kommt oder was du machst, dass du irgendwo gegenklopfst oder so? Flunk. Ich schätze, ich werde es einfach im Blick behalten. Ne? Muss ich einmal weggehen? Ja, was machen wir hier eigentlich? Pass auf, Ava. Irgendwas hier? Ne?
Gut. Weiter geht's. Oh. Ist sie reingekommen? Will ich nach oben rufen oder so? Mit der Hinstelle? Die hört mich doch bestimmt. Oh, ich hätte es geliebt, wenn es jetzt die Tür gewesen wäre, die aufgegangen wäre. Aber? Hey, Henry. Die Tür war offen? Nein. Dann wie bist du reingekommen? Ich habe nicht gehört, wie du den Hammer benutzt hast. Als ich die Tür gefunden habe, war sie noch verschlossen. Natürlich. Also habe ich deinen Schlüssel benutzt. Ich hatte ihn immer noch. Hab's einfach versucht und es hat funktioniert. Wie ist das denn möglich? Wir haben wahrscheinlich dasselbe Schloss nochmal benutzt. Ich meine, diese Ebene ist schon sehr lange nicht mehr bewohnt. Okay, jetzt frage ich mich, ob es hier vielleicht irgendein anderes Schloss gibt, wo ich meinen Schlüssel reinstecken könnte. Naja. Jetzt, wo wir hier sind, naja, ich bin hier. Es ist sehr verstaubt und ist aber sonst in einem recht guten Zustand. Und hier ist ein Möbel. Ich muss ein paar Bilder machen. Du hast ja nicht eilig, oder? Naja. Ja, mach noch mehr Beweisbilder von deinen Taten. Du hast eine Kamera mitgenommen? Natürlich. Okay, genug. Kannst du das Ding irgendwie runterdrücken oder so? Es hängt gerade so von hier oben. Okay, als ich die Tür bewegt habe, hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen weiter bewegt. Okay, warte, ich bringe mich in Position. Was willst du denn machen? Okay, bereit? Bereit. Okay, tritt drauf oder irgendwas. Ja, ich werde versuchen, nicht mit runterzufallen. Falls es fällt. Immerhin. Woo! Wir haben es geschafft. Haben wir. Yes. Was in Gottes Namen ist das für Geräusche? Ach, das ist der Nachbar. Okay. Ach, scheiße. Ich kümmere mich um ihn. Bist du sicher? Ja, warte hier. Okay. Schon wieder. Mach dir keine Sorgen. Wir sind so kurz davor. Block. Warte, das Ding, der Block. Ich kann es immer nicht wirklich aus dem Weg bewegen. Okay, egal was drin ist, ich kann es auf jeden Fall jetzt öffnen. Hm, geht nicht. Wahrscheinlich verrostet. Ich kann es mit irgendwas aufdrücken. Das ist doch eine dämliche Idee, Alter. Da ist eine Leiche drin oder sowas, oder? Können wir mal Radio hören vorher oder so? Nein. Sonst irgendwas? Nein. Schön. Drüben jemand zufälligerweise? Nee, Überraschung. Na gut, okay. Rope. Hang in there. Okay. Halt durch, okay. Aufsteigen. Können wir uns jetzt einfach grundlos erhängen? Oder? Rope. Okay. Hat eine Schlinge. Ahnung? Okay, die Türen sind alle blockiert, also ich kann nirgendwo mehr rein. Broken Door Lock. Ah, wundervoll. Schloss ist kaputt. Der Fall muss sie kaputt gemacht haben. Na gut, okay, ich brauche einen Plan B. Was ist Plan B? Hier, das ist Plan B. Schlinge. Hier kann ich nicht runter, oder? Ja, am besten erstmal warten, ne? Nicht irgendeine dumme Scheiße alleine machen. Ist sie da? Ist sie zu Hause? Nein.
Ich meine, keine Ahnung, irgendwas rüberwerfen? Am besten warten, bis sie erstmal wieder nach Hause kommt. Ja, sonst haben wir nichts, ne? Ich meine, können wir ins Schlafzimmer gehen nochmal? Nein. Ach, du willst einfach hoch, ne? Okay, ich schätze, ich könnte die Tür oben mit meinem Seil öffnen und dann hochklettern. Der beste Weg hier rauszukommen. Das wird niemals halten. Das geht doch kaputt, oder? Ich weiß nicht, wie stabil das wäre. Ich glaube, du kannst aber eher hochspringen. Okay, probieren wir es. Geschafft. Wirklich sehr dunkel hier oben. Oh Gott. Ich dachte, die Tür war offen. Ne, wollen Sie mal umschauen? In der Kopie von unserer Wohnung? Geschlossen. Kann aber irgendwas Ekelhaftes von da drin riechen. Irgendwas blockiert blockiert die Tür von der anderen Seite. Schlafzimmer. Wait. Ein Spiegel oder? In Ordnung. Kümmern wir uns mal um dich. Was? Was? Was ist das denn überhaupt? Das ist so empty. Das ist ein Bilderframe an dem Laken mit dem ich ein Stelzenbein. Okay, das kam gerade sehr plötzlich. Hier ist dieses komische Symbol. Ist das schon wieder dieses Zeichen? Ja. Kamera? Ah, was Kamera? Hat sie wohl hier vergessen. Oh Gott. Okay. Zum Glück habe ich davon ein Bild gemacht. Ist hier was drin? Ich schätze, wir sollen von dem Ding ein Bild machen, aber warum sollten wir das tun? Egal, machen wir es einfach mal. Wo ist es hin? Es ist immer noch hier in der Nähe. Was? Ich meine, warum kamst du auf die Idee, dass es was bringen würde, das Ding zu fotografieren? Es ist unsichtbar. Oh mein Gott. Kommt das auf mich zu? Habe ich nicht unendlich Zeit dafür? Hier unten, oder? Was macht das mit mir? Ich habe nicht genug Zeit. Ich habe nicht viel Zeit. Wo ist es denn? Ist hier drin? Das gezählt? Da, okay.
Ja, das ist gut spooky. Aber der Aufbau hierhin war halt gerade irgendwie ein bisschen strange. Es kam so aus dem Nichts. Ich schätze wieder im Schlafzimmer oder doch irgendwo hier? Nochmal. Ist das komisch? Okay. Gefällt dir meine Kamera? Ich, ja, super. Aber dieser Ort ist... Du hast noch nicht mal meine Paten gesehen, aber... Boah, okay, ganz ruhig. Wir machen jetzt ja alles ein bisschen schneller, oder? Meinst du nicht? Ich glaube, sie dachte, wir wollen, dass sie in unsere Paten kommt. Okay, wie wäre es, wenn wir einfach mal vielleicht zusammen ausgehen und uns irgendwas zu essen holen oder so? Okay, Frischluft alleine wäre schon genug für mich. Bist du hier fertig? Bereit zu gehen? Kann ich irgendwas machen? Wenn es scheint, langsam morgen zu werden, ne? Ich schätze, ich bin bereit zu gehen, aber... Na gut, dann gehen wir. Ja, lass uns gehen. Du hast es geschafft. Was geschafft? Du hast es rausgeschafft. Naja, alleine hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Nein, das hast du ganz alleine. Vertrau mir. Okay, also zum Groben und Ganzen doch einfach eine Story bei jemandem, der halt... Sie ist gar nicht echt, oder? Okay, warten wir erstmal. Du bist doch happy, oder? Ja. Dann super. Lass uns gehen. Oh. Und hier sind die Schlüssel. Ein guter Herr. Ah, endlich. What? Blank Frame eher im Sinne von, weil wir uns, ja okay. Okay, dann war es wahrscheinlich halt alles eher eine Story über Isolation und wie sich jemand einfach sehr einsam fühlt und halt irgendein Partnerfoto oder sowas halt gerne gehabt hätte in diesem Bild. Ja. Was? Uneurophrenia. Let me google that shit. Uneurophrenia, was zum Fick ist das denn? Ja, okay, der entspannte Zustand eines Gehirns, eines Verstandes, nachdem man einen angenehmen Traum hatte. Okay, also ich glaube, dann war es wohl doch eher... Alles eine Metapher für Isolation, wie es jemandem geht, der sich halt vielleicht selbst zu Hause einsperrt, mehr oder weniger. Ob jetzt halt die Sachen, die wir gesehen haben, echt waren oder nicht, ist mir, glaube ich, relativ egal. Was dann einfach darum geht, dass halt jemand geschafft hat, seinen inneren Dämonen zu überkommen und halt dann mit der Gesellschaft wieder zu interagieren oder sowas. Ja, ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich fand fast meine super düstere Interpretation der Story, wo halt jemand im Endeffekt... Die Story fängt ja ähnlich an, aber halt einfach sowas von extrem abgedriftet ist in die Richtung, dass da halt sowas richtig, richtig düsterem geworden ist. Fast ein bisschen interessanter. Vielleicht ist es auch so gemeint, dass jemand ist, der sehr an der Grenze war, abzudriften und vielleicht in den bösen Bereich des Verstandes und sowas so zu kommen, dass halt jemand
genau an der Grenze war und dann halt irgendwie doch noch sich selbst gerettet hat oder halt von jemandem gerettet wurde, ob die halt dann wirklich existiert hat oder nicht, so eine Frage. Aber ich finde ein bisschen, das Spiel hat sich im letzten Drittel oder in der zweiten Hälfte ein bisschen verfahren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach ein bisschen gerusht war oder so, aber die erste Hälfte des Spiels war so unfassbar atmosphärisch und ruhig und gut gemacht. Und dann gegen Ende war es irgendwie. Es wirkt, als ob es irgendwie zu sehr versucht hätte, alles, was es am Anfang erklärt hätte, irgendwie dann doch. Ich weiß nicht. Ja. Als ob es irgendwie zu viel Angst damit gehabt hätte, Sachen ein bisschen vage zu lassen. So was kann man auch nicht unbedingt sagen. Schwierig. Ja, ich habe mir ein bisschen was anderem gehofft, glaube ich. Aber ich fand so oder so vom Horrorfaktor und so war die zweite Hälfte ein bisschen schwächer. Da waren so viele klare, mehr oder weniger Horrormomente, die aber gar nicht so gut funktioniert haben. Dieses super vage und ruhige der ersten Hälfte war irgendwie wesentlich stärker. Trotzdem ziemlich gut. Ich würde so eine 7,5 geben, einfach weil die erste Hälfte wirklich richtig, richtig gut war. Eine 8,5 oder sowas. Und die zweite war halt, ja, 6, 5, 7 oder sowas. Vielleicht sind die anderen Enden ein bisschen interessanter. Ich meine, dass jetzt halt mit dem Namen des Endes mehr oder weniger gesagt wurde, dass es vielleicht ein Traum sein könnte, ist es halt vielleicht einfach alles auch eine Metapher dafür, dass wir halt irgendwie während der Nacht irgendwie uns überzeugt haben, dass wir vielleicht mal wieder rausgehen und versuchen, Leute zu treffen. Ob die Frau, mit der wir halt geredet haben, dann echt war oder nicht, ist dann im Endeffekt egal. Ob alles vielleicht einfach nur ein Traum war, ist natürlich ein bisschen lames Ende für eine Story. Aber ich meine, vielleicht war es eher so der interne Konflikt von einer Person, die halt sehr damit struggelt, die Wohnung zu verlassen und die es jetzt halt indirekt geschafft hat, also ihren inneren Dämon in der Form zu besiegen und sich so sagen, hey, ich werde diesen Block, der halt vor meiner Tür steht, mental einfach aus dem Weg schaffen und rausgehen. Ja, ist eine süße Story. Oh ja, ich glaube, ich habe mich selbst ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach mit mehr gerechnet habe. Mit einer tieferen, düsteren Story. Ich muss ja nicht unbedingt viel düsterer sein, aber ja. Ja, es ist sehr solide. Sehr solide. Überdurchschnittlich, würde ich sagen. Überdurchschnittlich gut, aber hat es nicht ganz geschafft, auf der zweiten Hälfte das Niveau der ersten Hälfte zu halten. Wie gesagt, 7,5 werde ich geben. Ich bin gespannt, was ihr geben würdet. Ich werde denken, die meisten von euch werden die erste Hälfte auch großartig finden. Die zweite wahrscheinlich mehr oder weniger. Wahrscheinlich werden es viele von euch trotzdem cool finden. Die Message ist ja voll in Ordnung. Die ist ganz süß. Ich glaube, das ist so gemeint, dass der Typ vielleicht doch so am Rande der Gesellschaft gerade war, wo er vielleicht doch wirklich kurz davor war, abzudriften und irgendwie vielleicht gefährlich zu werden oder so. Aber vielleicht interpretiere ich das auch nur so. Und wurde dann halt dann doch irgendwie gerade zurückgerissen. Ja. Na gut. Das war Blank Frame, 7,5. Hat mir gefallen. Bin gespannt, was ihr davon halten werdet. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bye, bye.